Leute, Leute, Leute. Im heutigen Video werdet ihr die komplette Story vom Brookhaven Master erfahren. Weil ich meine, viele Leute von euch sind auf jeden Fall neu dazugekommen und kennen diese ganze Geschichte vom Brookhaven Master nicht wirklich. Und deshalb dachte ich, ich werde alle Videos in ein Video schneiden. Und das Video ist deswegen auch mega lang geworden. Und es als XXL-Video hochladen. Aber ich rede nicht so lange und würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute, da heißt ein Spieler, niemand mag Brookhaven. Das ist auch irgendwie der Einzige, der kein Premium hat oder sowas, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber er schreibt Hallo. Sollen wir auch einfach mal Hallo schreiben? Wir schreiben einfach mal Hallo. Ich weiß jetzt nicht, wo er hier ist, ob er irgendwo hier ist. Nee, das ist Boris. Ist es der Typ hier? Kann das sein? Okay, Leute, er hat geschrieben, ich hasse Brookhaven. Ja, das merkt man an seinem Namen. Ich meine, naja, also er heißt auf jeden Fall niemand mag Brookhaven. Aber irgendwie mega weird. Aber ey, ich will mal mit dem sprechen, warte mal. Okay, ich habe jetzt mal geschrieben, niemand mag Brookhaven, wo bist du? Das heißt, ich muss irgendwie gucken, ob der irgendwo hier ist. Ist er hier hinten vielleicht? Nee, der Name ist viel zu kurz vom Auto. Aber vielleicht hat er auch ein Auto geklaut. Ich weiß es nicht, Leute. Warte, ich habe mal gefragt. Okay, Leute, der hat geschrieben, ich bin in der Downtown-U-Bahn-Station. Okay. Aber warte mal, Downtown, war das das hier oder das vor der Schule? Es sieht so aus, als wäre es das, was sofort hier ist. Das heißt, er sollte da unten sein. Und jetzt, Leute, wollen wir mal versuchen herauszufinden, wieso er Brookhaven hasst? Downtown, hallo, hier unten? Warte mal. Ich bin da. Wo bist du? Okay. Ich habe mal gefragt, wo er ist, aber ist er hier drin? Oh, es sieht tatsächlich so aus, als wäre er drin, weil, Leute, wenn ihr das nicht wisst, wenn das hier zugeht und hier sind die Fenster auch irgendwie zu, dann bedeutet das, dass er auf jeden Fall da drin sein muss. Ist er hier drin? Wahrscheinlich schon, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wo ist er denn? Oh, okay, ich verstehe. Warum ist er da draußen, Leute? Ist das der richtige Typ? Hallo? Fragezeichen. Wir schreiben mal Hallo. Und dann werden wir mal den Chat im Auge behalten und mal gucken, wenn er dann irgendwas schreibt. Hallo, Punkt. Ja, das ist definitiv er, Leute. Weil hier im Chat steht, niemand mag Brookhaven. Und hier genau hat das Gleiche geschrieben, Leute. Alles klar. Okay, warte mal. Wir fangen einfach mal. Darf ich dich etwas fragen, Leute? Weil ich will ihn auf jeden Fall fragen, warum er Brookhaven nicht mag. Das heißt, mal gucken, was er hier zu sagen hat. Aber erstmal werde ich ihm sagen, komm mal hier rein, weil Leute, sonst, keine Ahnung, was soll ich sonst machen, Leute? Weil das ist natürlich ein bisschen angenehmer zum Schreiben. Kommt er rein? Kann er rein? Okay, er schreibt gar nichts. Er braucht nein Punkt. Warum? Okay, warte mal, wir fragen einfach mal, wieso? Fragezeichen. Er hat geschrieben, komm du raus? Oh mein Gott, Leute. Wer übrigens nicht weiß, wie man da rauskommt. Ich habe das mal in irgendeinem Video gezeigt, wo ich irgendwelche Secrets gezeigt habe. Man braucht auf jeden Fall dafür einen Schlafsack. Moment, wir werden uns ganz kurz einen Schlafsack nehmen. Und wir schreiben natürlich ganz kurz in den Chat, alles klar. So, damit er natürlich Bescheid weiß, dass ich jetzt gerade rauskomme. Ich weiß nicht ganz genau, wie das nochmal funktioniert hat. Moment. Oh nee, so hat es nicht funktioniert, Leute. So legen wir uns einfach nur hin. Oh, ja, das glaube ich. Obwohl, das könnte... Ja! Ich hab's geschafft. Okay, ich bin draußen, Leute. Okay, Leute, wir schreiben einfach mal sowas wie, ich bin jetzt draußen. Und dann mal gucken, ob er... Also, er bleibt immer noch dahin gedreht. Kann der sich nicht bewegen oder sowas? Okay, Leute, er hat sich umgedreht und er hat geschrieben. Er hat echt lange gebraucht zum Schreiben. Was ist deine Frage? Weil wir wollten ihm ja eine Frage stellen hier. Und ich würde mal sagen, wir fragen einfach sofort die logischste Frage, die uns in den Sinn kommt. Und zwar, wieso hast du... Brookhaven. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was du darauf antwortet. Oder er heißt ja eigentlich niemand mag Brookhaven. Wieso denkst du, niemand mag Brookhaven oder sowas? Ich weiß nicht, was wir sonst schreiben sollen. Ich meine, ich will auf jeden Fall rausfinden, warum er Brookhaven nicht mag, weil das scheint auf jeden Fall so auszusehen. Okay, er hat geschrieben, niemand mag Brookhaven. Ja gut, okay, dann frage ich nochmal, wieso mag niemand Brookhaven? Also natürlich stimmt das nicht, dass niemand Brookhaven mag, also ihr wisst, was ich meine, natürlich stimmt das nicht, dass nicht niemand Brookhaven mag, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß, es ist egal, Leute, aber das Ding ist ja, Brookhaven ist ja zurzeit das beliebteste Spiel mehr oder weniger in Roblox und da spielen voll viele Leute und deshalb, das stimmt eigentlich nicht, das heißt, ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Leute, er hat geschrieben, Zahlen lügen nicht, aber warte mal, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Hä? Was für Zahlen lügen nicht? Also, hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe ja gefragt, Leute, wenn man hier guckt, wieso mag niemand Brookhaven? Und der hat einfach geschrieben, Zahlen lügen nicht. Also, ich weiß nicht, was er damit meint. Leute, falls ihr eine Idee habt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er damit meinen könnte. Er schreibt einfach doch, Punkt. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich mir hier unter dem Gespräch vorstelle.
Warte mal, ich weiß es nicht, Leute. Warte, Leute, wir fragen jetzt einfach mal, okay, geht aber nicht gut auf die Fragen ein. Wir fragen einfach mal, jetzt mal ehrlich, warum magst du Brookhaven nicht? Und dann mal gucken, ob er darauf irgendwas antwortet. Also wir haben jetzt geschrieben, jetzt mal ehrlich, warum magst du Brookhaven nicht? Weil, ich meine, was soll ich sonst dahin schreiben? Was ist da geschrieben? Ich mag keine YouTuber? Okay, alles klar. Aber schaust du selbst kein YouTube? Fragezeichen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mir da irgendwie erhoffen soll oder sowas. Aber ich bin ja auch YouTuber. Aber davon mal abgesehen, das ist wieder nicht die Antwort auf meine Frage. Es schreibt einfach, niemand mag Brookhaven. Und ich habe geschrieben, aber schaust du selbst kein YouTube? Okay, Leute, wir fragen jetzt einfach noch ein letztes Mal. Warum denn nicht? Fragezeichen. Und, hä? Hat er sich wegteleportiert? Hä? Okay, Leute, er ist nicht mehr da. Hä? Das ist ja aber mega komisch. Ich wollte eigentlich ein normales Trolling-Video aufnehmen und jetzt ist das so eskaliert. Also keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist mit dem Typen. Aber Leute, wisst ihr, was wir machen können? Moment, wir müssen mal kurz switchen. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Roblox.com-Seite. Also ganz normal im Hauptmenü, wo wir hier gerade sehen, dass wir gerade in Brookhaven sind. Also ich bin gerade immer noch in Brookhaven, Leute. Aber Leute, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist, wir wollen mal nach dem Spieler suchen. Niemand mag Brookhaven? Oh, ist es der? Okay, Leute, wir müssen mal kurz gucken. Oh mein Gott, was? 0 Freunde, Follower. Ich setze mal online vor 17 Minuten. Hat keine Beschreibung. Aber was ist das? Hä? Er hat den Account heute erstellt? Also am 12.05. Leute, das ist der Tag, an dem ich das Video gerade aufnehme und an dem das Video auch online kommt. Okay, Leute, das ist mega komisch. Hier sieht man ja, niemand mag Brookhavens Place hier, ne, ganz normal. Und hier unten steht einfach Tag der Zerstörung von Brookhaven. Hä, Leute, das ergibt ja gar keinen Sinn. Also müsst ihr euch vorstellen, irgendein Typ hat sich diesen Account erstellt, nur um dieses Spiel hier rauf zu machen. Okay, Leute, ihr könnt selbst nochmal nachschauen, Leute, und das hier auch spielen. Ich werde hier auf jeden Fall mal reingehen und mal gucken, was das Ganze ist. Oh Gott, Leute, da bin ich jetzt mal mega gespannt. Okay, Leute, wo sind wir hier gelandet? Ich habe eine Taschenlampe auf jeden Fall dabei und das war's. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Taschenlampe, sind hier aber scheinbar in Brookhaven? Nur mit einer Taschenlampe? Also schon mega dunkel, Leute. Keine Ahnung, was das auf jeden Fall soll. Also ich bin hier gerade beim Daycare irgendwo. Keine Ahnung, ist hier irgendwas, was anders ist? Oder irgendwas, was ich mir ansehen kann? Lol, hier fehlt auf jeden Fall eine Wand. Da ist eigentlich die Treppe, oder nicht? Okay, alles klar. Und hier geht's nach oben. Okay, ich glaube, das ist einfach nur eine ältere Version. Warum sollte er ein ganzes Brookhaven hochladen mit dem Unterschied, dass es hier komplett dunkel ist? Versteht ihr, was ich meine? Ich gucke zwar gerade hier, ob hier irgendwas verändert ist. Das hier ist irgendwie mega komisch. Ist das hier auch im originalen Brookhaven so? Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, Leute. Ich habe mich gerade ein bisschen in der Schule umgeschaut. Bin hier rein und wieder raus. Und auf einmal sehe ich, hier ist ein Loch. Leute. Oh mein Gott, ich will... Will ich da runter? Warte mal. Moment mal, wir haben hier einfach... Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas, was nicht so in Brookhaven... Ach, du Heilige. Niemand mag Brookhaven. Das ist auf jeden Fall der Typ, mit dem wir dem... Auditorium? Okay. Okay, Moment mal. Wir haben hier auf jeden Fall einen Raum gefunden, wo irgendwie der Typ hier aufgestellt ist. Das ist dieser Typ, bei dem wir gerade eben reingejoint sind. Von dem ist das Spiel. Und auf dem Rücken steht Auditorium. Okay, Auditorium ist, glaube ich, auf jeden Fall das Ding, was hier sofort in der Nähe ist. Also, das ist auch hier in der Schule auf jeden Fall. Moment mal. Aber, hä? Wie komisch ist das? Also, Leute, falls ihr selbst hier in diese Map gehen wollt, könnt ihr das ruhig machen. Ihr müsst einfach nur nach Niemand mag Brookhaven suchen. Also, ihr müsst einfach hier rein und dann hier auf Play drücken, Leute. Und dann... haben wir das auch schon. Und dann also natürlich Tag der Zerstörung von Brookhaven auswählen. Ja, und dann seid ihr halt hier drin. Hier ist einfach das Auditorium. Und hier gehen wir mal hin. Okay, mal gucken. Ist hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Hier ist einfach diese Bühne. Lol, was ist das? Ach so, nee, das sind einfach nur die Knöpfe fehlen. Okay. Naja, hier kommt man halt oben raus. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute. Vielleicht hier? Nee. Ach so, hier fehlen die Vorhänge. Hier ist aber... Oh, hier ist doch was.
Hä? Alter, wie komisch ist das denn? Also hier kann man auf jeden Fall nach oben latschen, wie ihr seht, Leute. Also ganz normal nach oben. Und eigentlich sollte man da nicht nach unten können, aber die Leiter geht einfach weiter und man kann nach unten. Hier ist einfach ein Klassenraum. Sie werden dich finden. Warte, was? Okay, Moment mal. Wir sind jetzt hier in einem Klassenraum im Untergrund, wo steht, sie werden dich finden. Also meint er jetzt damit mich? Oder meint er irgendjemand anderes? Was? Was passiert hier? Okay, das ist auf jeden Fall mega gruselig. Also wir können uns hier dran setzen. Hier ist auf jeden Fall dieses Lehrerpult. Ach du Heilige. Okay, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen, Leute? Wir werden das einfach so machen. Ich werde jetzt hier nicht weiter erkunden. Ihr werdet weiter erkunden. Und vielleicht findet ihr ja irgendwas, was ich jedenfalls nicht gefunden habe. Okay, Leute, was wir auf jeden Fall machen werden, ist, ich werde auf jeden Fall hier eine Freundschaftsanfrage schicken und vielleicht können wir ein bisschen mit ihm schreiben oder sowas. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis er annehmen wird. Hat ein gewisser Niemand mag Brookhaven meine Freundschaftsanfrage angenommen? Und naja, wie soll ich sagen? Er hat meine Freundschaftsanfrage angenommen und mir sofort geschrieben. Okay, Leute, hier ist nämlich das Video von gestern. Das müsst ihr auf jeden Fall liken. Das ist super wichtig. Und wenn wir hier ein bisschen durchscrollen, ihr seht, ihr habt ganz viele Kommentare geschrieben. Also wirklich mega, mega viele. Da gibt es so Kommentare wie, vielleicht meint er mit, sie werden dich finden, den Brookhaven-Hersteller. Leute, wer das jetzt nicht versteht, ihr müsst unbedingt das letzte Video gucken, sonst werdet ihr nicht verstehen, was ich hier gerade, naja, was damit gemeint ist. Und da gibt es auch viele Leute, die haben sowas geschrieben wie, aber die, die Brookhaven mögen, sind cool und einfach die Besten, so wie du, Mayonnaise, dankeschön. Oder sowas wie, nein, niemand darf Brookhaven löschen, das ist mein Lieblingsspiel. Und dann gab es auch noch die Leute, die selbst ins Spiel reingegangen sind und mir geschrieben haben, ja, ich war selbst im Spiel drin heute und ich habe bei der Bank etwas gefunden. Das können wir tatsächlich auch nochmal überprüfen. Ich meine, warum nicht? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und da gab es auch Leute, die haben mir sogar drunter geschrieben, ich habe ihn gerade gefunden. Also das heißt, es sind Leute, die sind nämlich aufs Profil gegangen, haben ihn dann gefunden sozusagen. Und sie haben dann gesehen bei Freunde, dass er mich angenommen hat. Und deshalb gab es halt Leute, die haben mir das sogar in die Kommentare geschrieben. Naja, jedenfalls, ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte und was ihr alles dann so geschrieben habt und so und bla bla bla. Aber wir werden jetzt erstmal abgucken, was ist denn in der Bank gibt, weil das würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls ihr selbst noch einige Secrets gefunden habt oder sonst irgendwas, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich habe, naja, leider nicht so viel Zeit, um alles zu erkunden. Aber das könnt ihr ja für mich machen und ich werde das dann in dem nächsten Video wahrscheinlich zeigen oder sowas. Aber Leute, ich würde sagen, wir switchen erstmal das Spiel und gehen mal in das, naja, Spiel von Niemand mag Brookhaven. Also irgendwie hat er nur meine Freundschaftsanfrage auf jeden Fall angenommen, das hat man auf jeden Fall gemerkt, aber 8 Follower, also es gibt 8 Leute, die dem wirklich folgen. Also das seid ihr, Leute. Was geht? Und naja, wie soll ich sagen? Hier seht ihr auch 62 Besuche hier und in seinem normalen Dings hat er 22 Besucher. Ich weiß nicht jetzt, ob hier irgendwas ist, aber vielleicht können wir das auch irgendwann mal abchecken. Das letzte Mal online vor 6 Minuten. Okay, mega interessant, Leute. Aber Leute, wir gehen erstmal ins Spiel rein, würde ich sagen und gucken erstmal, was es bei der Bank so gibt. Oha, Leute, es sind sogar einige Leute, die gerade hier im Spiel drin sind. Alter, wie cool ist das denn? Okay, aber wie gesagt, Leute, mir wurde gesagt, dass auf jeden Fall bei der Bank etwas ist. Das heißt, wir müssen unbedingt zur Bank. Warte mal, Warnung gefährlich. Ach, das ist vom Sprungbrett, kann das sein? Okay, das Wasser ist hier. Okay, aber ich will jetzt auf jeden Fall mal zur Bank gehen, Leute. Wir kennen ja den Weg bis zur Bank. Und das Ganze werden wir uns auf jeden Fall angucken. Hier bei der Bank. Was gibt es denn hier bei der Bank? Das würde mich mal interessieren. Also hinter der Bank ist auf jeden Fall nichts. Hier gibt es die normalen Läden. Hier fehlt auf jeden Fall die Tür. Das ist aber klar. Okay, was gibt es denn hier? Hier gibt es halt die Lichtschalter, die nicht richtig funktionieren. Und ach du Heilige, was ist hier passiert? Okay. Okay, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier hinten ist. Ich verstehe auch nicht, wo genau dieses Secret ist, was hier irgendwie gemeint wurde oder was hier anders ist, außer halt, dass es halt mega komisch aussieht. Leute, glaubt ihr, hier gibt es irgendwo ein Secret? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo durch eine Wand laufen kann oder sowas. Hört ihr das? Okay, Leute, ich glaube, hier schwimmt nämlich jemand rum. Ach du Heilige, oh Leute, haben was in den Chat geschrieben. Oh, da gibt es ganz viele Leute, die mich erkennen. Wir schreiben einfach mal Hallo rein, würde ich sagen. Aber Leute, wir haben halt nicht viel Zeit hier. Wir werden vielleicht auf jeden Fall die Tage nochmal reingehen. Es ist auf jeden Fall mega cool, dass ihr mir dabei helft, hier neue Sachen zu finden oder sowas in der Art. Aber wir haben heute auf jeden Fall noch was zu tun, weil wir müssen auf jeden Fall noch, naja, mit dem guten alten Niemand mag Brookhaven schreiben, weil mich würde wirklich interessieren, was er eigentlich gegen Brookhaven hat, weil er hat mir jetzt gestern nicht wirklich geantwortet und deshalb müssen wir mal gucken, Leute. Also, wie gesagt, Leute, ihr müsst uns auf jeden Fall die gestrige Folge anschauen. Oh, hier haben wir Roblox-Suchti. Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Okay, mega cool. Und zwar hier. Hier gab es ja dieses eine Secret
Und naja, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, schaut es das unbedingt im letzten Video an, würde ich sagen. Aber wir werden jetzt erstmal ganz entspannt mit dem Typen schreiben. Weil ihr seht hier hinten, ich habe den Chat auf jeden Fall geöffnet und habe mir schon angeguckt, was er geschrieben hat. Nämlich, warum hast du das getan? Und das ist eine Sache, also seht ihr hier, das ist wirklich der echte. Ich weiß nicht, kann man hier irgendwo aufs Profil... Oh mein Gott, ist der gerade in Brookhaven? So, okay, wir schreiben ihn auf jeden Fall mal, was meinst du damit? Fragezeichen. Weil mich würde echt interessieren, was er damit meint, was ich getan habe oder sowas. Und nun ja, keine Ahnung, Leute. Er hat darauf geantwortet, du weißt, was ich meine. Also, nein, sonst würde ich dich nicht fragen. Okay, alles klar. Weil, ich meine, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich meine, ihr müsst ja verstehen, Leute. Er schreibt mir einfach, warum hast du das getan? Und ich weiß echt nicht, stell dich nicht dumm. Ich stelle mich nicht dumm. Ich weiß halt wirklich nicht, was du meinst. Er hat doch geschrieben. Ich habe einfach geschrieben, ich weiß halt wirklich nicht, was du meinst. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Was meint er damit? Also irgendwas sei nicht getan zu haben, Leute. Was habe ich denn getan? Ich bin in sein Spiel reingegangen. Ich habe ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, das kann es sein. Meinst du die Freundschaftsanfrage, die ich dir geschickt habe? Fragezeichen. Nein, okay, das ging schnell. Meint er das jetzt auf die vorherige Nachricht? Okay, was dann? Fragezeichen. Okay, Leute, das ist wirklich mega komisch. Aber keine Ahnung. Warte mal, wir werden ihn gleich mal fragen. Okay, ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber er hat mir einfach dieser Brookhaven-Spieler hasst Brookhaven geschrieben. Also er meint mein Video. Warte mal, meinst du damit mein Video? Fragezeichen. Okay, Leute, irgendwie antwortet er nicht mehr. Ich schreibe einfach mal, kannst du mal in Brookhaven online kommen? Und natürlich habe ich zwei Rechtschreibfehler drin. Ach, egal. Er wird schon verstehen. Und jetzt warten wir mal ab, weil vielleicht antwortet er darauf oder er antwortet wieder gar nicht. Er hat geschrieben, Tag der Zerstörung von Brookhaven. Und seht ihr das hier, Leute? Er ist im Spiel. Okay, Moment mal. Und ihr seht hier, wir sind hier auf einem Server, zusammen mit den anderen Leuten. Und hier ist er. Niemand mag Brookhaven. Oh, ja gut, hier sind ganz viele Leute. Warte, wir schreiben einfach mal, hallo Leute. Warte mal, ich will mal gucken, ist er hier? Oh mein Gott, er ist hier drin, Leute. Seht ihr das? Niemand mag Brookhaven, ist in dem Spiel drin. Also er hat auf jeden Fall geschrieben, hallo. Warte, wir schreiben einfach mal sowas wie, wo bist du? Okay, die Leute werden wahrscheinlich hier ein bisschen mitkommen oder sowas in der Art. Ich bin bei der Polizeistation, hat er geschrieben. Okay, alles klar, Leute. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt schnell mit allen anderen Leuten hier zur Polizeistation. Ich sag mal, ultra viele Leute, okay. Ich muss jetzt einfach mal gucken. Wo ist er denn hier bei der Polizeistation? Also wir werden hier einfach... Oh mein Gott, Leute, da ist er auf jeden Fall. Ach du heilige Leute. Okay, er ist hier. Hat er mir noch irgendwas privat geschrieben? Okay, Leute, ich habe gerade nachgeguckt und irgendwie ist dieses Feld hier unten weiß und ich kann ihm gar nichts mehr schreiben. Irgendwie ist das jetzt mega komisch. Also ich kann hier... Hört ihr das? Ich schreibe, aber es passiert nichts. Er hat auf jeden Fall geschrieben, guten Tag. Jetzt muss ich das ein bisschen vorlesen. Moment, ich schreibe einfach mal, hallo, was war ein Fehler? Fragezeichen. Okay, er hat geschrieben, der Fehler war das Video. Was habe ich denn in dem Video falsch gemacht? Fragezeichen. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Warte mal, wo ist er? Er ist immer noch hier, okay. Leute, das ist wirklich mega gruselig. Also, auf jeden Fall mega cool, dass so viele Leute gerade hier sind. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden die nächsten Tage ein bisschen öfters hier in diesem Spiel drin sein. Aber das ist doch gut, Fragezeichen. Eben. Das ist nämlich das, was ich mir auch gesagt habe. Das Video hat dir doch Aufmerksamkeit gegeben. Ich weiß auch nicht, was ich sonst sagen soll, Leute. Okay, Leute, er hat geschrieben, das war dumm mit einem Smiley. Aber wieso? Ich will wissen, wieso. Mario, kann ich Robux? Das ist echt nicht der richtige Zeitpunkt, um nach Robux zu fragen. Okay, irgendwie braucht er Ewigkeiten, damit er endlich mal irgendwas schreibt. Ich habe keine Ahnung. Und währenddessen schreibt jeder andere irgendwie so, Mario, können wir Freunde sein? er hat geschrieben, dieser Brookhaven-Spieler hasst... Warum? Das ist mein Videotitel, Leute. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Mario, hast du den Account gemacht, um uns zu trollen? Ja, Leute, definitiv. Wie ihr seht, bin das gerade ich. Ja,
Ja, ganz alles klar, Leute. Ich bin zwar gerade im Spiel, aber nein, habe ich nicht. Ach du Heilige. Okay, das ist wirklich mega komisch. Und okay, wir schreiben einfach mal. Aber was meinst du denn genau damit? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Er ist wieder weg. Ist er komplett disconnected? Er ist komplett disconnected, Leute. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Wo ist er? Wir schreiben einfach mal, er ist wieder weg. Punkt, Punkt, Punkt. Wow. Okay, ich weiß echt nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Aber ey, freshes T-Shirt hast du hier, muss ich ehrlich gesagt sagen. Echt cool. Das sieht mega cool aus mit diesem Mayo-Shirt. Ich habe das Ganze ja in Rot hier an, wie ihr seht. Naja, okay. Ich weiß echt nicht, was mir das sagen soll. Es war mega cool, dass so viele Leute von euch gerade hier in dem Spiel dabei sind und das auch mitbekommen haben. Also, Leute, falls ihr in diesem Spiel drin wart, dann schreibt unbedingt in die Kommentare, dass ihr da wart. Und irgendwie, falls ihr irgendwas entdeckt habt, was ich nicht entdeckt habe, könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Aber Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, euch ein bisschen umzugucken und mir vielleicht zu schreiben, falls ihr irgendwas findet. Anschauen! Okay, Leute, haut nicht auf euren Tisch, das ist nicht so gut. Mayo, du musst zum Lüftungsschacht bei der Bank gehen und gleich vorne steht was von dem Automaten in der Bank und da ist eine geheime Nachricht. Okay, sowas meine ich zum Beispiel, Leute. Das habe ich im letzten Video nicht gesehen oder ich weiß ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass es neu ist, weil ihr wisst auf jeden Fall, dass wir in der letzten Folge, Moment, wo war denn das? War das hier? Ja, okay, das war definitiv hier. Genau, Leute, weil ich war nämlich in der letzten Folge auch in der Bank, weil mir schon jemand irgendwas mit der Bank in die Kommentare geschrieben hatte, dass das irgendwie mega komisch aussieht, aber ich war noch nicht im Lüftungsschacht drin. Und ich war ich vorm Automaten? Moment, ich gucke mir das nochmal an. Ich bin auf jeden Fall vor den Automaten gegangen, aber da war absolut nichts, oder? Ich weiß nicht ganz genau, was ihr damit meint, Leute. Aber wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall gleich mal an, würde ich sagen. Ich habe etwas gefunden, und zwar, wenn man zum Friseur ist, die Leiter da hoch, da ist so ein großer Raum. Und in der Bank, wenn man zum Geheimversteck in die Wand geht, dann steht da, der Knopf ist im ATM. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wirklich, die Map ist wirklich creepy, Leute. Und auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr so fleißig nach den Hinweisen sucht, weil ich hätte das nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, wo genau das steht. Irgendwas mit Geheimversteck. Wahrscheinlich ist es das, was wahrscheinlich hier oben im Lüftungsschacht ist, wo ich natürlich nicht drin war, weil ich so ein Profi bin. Das heißt, wenn wir hier im Video nochmal gucken, laufe ich auf jeden Fall nach oben. Und ihr werdet jetzt sehen, hier rechts, dieser Lüftungsschacht. Auf jeden Fall. Dort war ich nicht drin, weil ich wusste nicht mal, dass das überhaupt ein Geheimgang ist in dem Spiel. Oh mein Gott, Leute, ich habe das Brief gefunden. Oh mein Gott, ich bekomme jetzt ein gratis McDonald's-Essen geschenkt von meinem besten Freund. Ich bin so glücklich, ich habe meine Hausaufgaben vergessen zu machen. Oh mein Gott. Mayo bei der Bank, da steht, er wird es bereuen? Okay, hier hat jemand auch irgendwas mit der Bank geschrieben. Und neben der Feuerwehr ist der Autoshop, da ist auch noch was. Ich freue mich auf ein neues Video, das wäre echt nett, wenn du mich grüßen könntest. Ich grüße dich, denn ich war 2 Stunden auf der Suche nach Hinweisen. Oh Gott, Alter, wie krass ist das denn? Okay, Leute, wir müssen uns das Ganze auf jeden Fall anschauen, würde ich sagen. Aber dafür müssen wir nochmal das Spiel switchen, so mehr oder weniger. Weil, naja, das ist auf jeden Fall das falsche Brookhaven. Also, wir haben ihn zwar hier irgendwo kennengelernt, ich glaube, das war hier unten. Irgendwann sind wir nämlich hier, irgendwie haben wir jemanden gesehen, der Niemand mag Brookhaven hieß. Und dann sind wir hier hin und er stand hier irgendwie rum, so mega, mega komisch auf jeden Fall. Aber was ich jetzt erstmal machen werde, ist, ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal das Spiel switchen. Und wir werden uns angucken, wie viele Besucher das Spiel mittlerweile hat, wie viele Follower er hat und alles Mögliche. Weil durch meine Videos hat er ganz viele Follower bekommen, habe ich gesehen. Und ganz viele Besucher auf sein Spiel. Mayo, ich war gerade in seiner Map mit anderen. Er war da. Vielleicht kommt er immer wieder rein und guckt einfach nur so. Okay, interessant. Okay, Leute, wir gehen auf jeden Fall mal auf die Roblox-Seite und geben hier mal ein, Niemand mag Brookhaven. Hier ist er auch schon. Also wir wissen, wir sind befreundet mit ihm, weil ich bin irgendwie der Einzige, den er angenommen hat. Ich weiß echt nicht warum, ob er irgendwie meine Videos gesehen hat. Also er hat auf jeden Fall die Videos gesehen, glaube ich, weil er hat auf jeden Fall den Titel meines Videos, meines ersten Videos, glaube ich, auf jeden Fall geschrieben. Aber der Kommentar, den ich euch gezeigt habe, der ist vor 20 Stunden geschrieben worden. Und wir gucken uns einfach mal an, ob da in der Sache was dran ist, Leute, weil hier steht, das letzte Mal online vor 17 Stunden und das war, glaube ich, das war gestern oder so. Okay, das ist krass, das war gestern Abend irgendwann. 495 Besuche, was richtig heftig ist, Leute. Und ich würde mal sagen, wir drücken auf Play und gehen in das Spiel rein und dann gucken wir uns an, was ihr so geschrieben habt, ob das alles stimmt. Okay, ich bin auf jeden Fall im Spiel, Leute. Und was wir erstmal machen werden, ist, Leute, haben wir was geschrieben mit der Feuerwehr. Und weil die sofort hier ist, gehe ich erstmal dahin. Und danach gehen wir auf jeden Fall zur Bank, weil Leute haben sehr viel mit der Bank geschrieben. Das heißt, ich denke, da gibt es auf jeden Fall zu 100% etwas. Aber wir müssen natürlich erstmal uns einen Weg zur Feuerwehrstation, beziehungsweise zu
so ein Autohaus machen. Okay, hier sind keine Garagen, wie ich das sehe. Aber was ist denn noch hier? Also irgendwas ist hier auf jeden Fall komisch, wenn ich es... Okay, nee, das ist normal. Hier ist kein Fernseher. Ich weiß es nicht, Leute. Und hier ist das Autohaus. Hier sollte nämlich auch irgendwas komisch sein. Oh mein Gott. Oha, stimmt. Okay. Ich verstehe, Leute. Viele Leute haben irgendwie geschrieben, dass hier was Komisches ist, weil hier auch so ein Secret ist. Das Ding ist, dass das hier ein altes Secret von Brookhaven ist. Hä? Also ihr müsst natürlich wissen, hier in dem Spiel war es so, dass damals in Brookhaven war hier dieser Geheimgang wirklich da im Autohaus und das wurde irgendwann einfach so entfernt. Ich weiß zwar nicht warum, weil es war ein ziemlich cooles Secret, aber das Problem an der Sache ist auf jeden Fall, dass es, naja, wie soll ich sagen, dieses Secret nicht mehr gibt und deshalb denken jetzt Leute, dass irgendwie was Neues und es ist auf jeden Fall krass, das wieder mal zu sehen, aber es ist auf jeden Fall nichts Neues, Leute. Keine Sorge. Vielleicht hat er hier auch irgendwas verändert, was ich nicht sehe. Wie gesagt, falls ich irgendwas nicht finde, Leute, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr zu finden als ich, weil ich bin ein Mega-Noob. Naja, egal. Ich bin nicht so ein guter Detektiv wie ihr, Leute. Das heißt, schreibt mir unbedingt, falls ihr Sachen findet, in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren, weil ihr wisst ja, ich lese auch alle Kommentare. Okay, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall zur Bank gehen und uns hier ein bisschen was angucken. Ist jemand drin? Oh mein Gott, hier hat jemand geschrieben. Mario. Warte mal. Hallo? Fragezeichen? Das ist auch neu. Ich glaube, das war im letzten Video auch noch nicht. Wir haben jetzt so Sprechblasen über unserem Kopf. Okay, das ist auch interessant. So wie in Brookhaven? Aber warum? Bist du der Echte? Wir schreiben einfach mal, ja, ich nehme gerade auf. Und dann mal gucken, wie sie darauf reagiert, Leute. Also wie gesagt, falls ihr in diesem Spiel manchmal so rumläuft, läuft, ihr wisst, was ich meine, dann werdet ihr mich ab und zu mal sehen, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Was auf jeden Fall auch mega cool ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gefragt, willst du etwas sagen? Das heißt, für die Aufnahme oder sowas. Was? Jetzt gerade ist jemand gejoint, der jeder mag Brookhaven heißt. Abonniert Mario. Das ist die richtige Entscheidung, weil dann kommen wir nämlich auf die 20.000 Abonnenten, Leute. Bis zum Ende Dezember, wie gesagt. Und ja, auf jeden Fall. Gewerbe, ich habe nochmal geschrieben, hehe. Und hier auf jeden Fall, jeder mag Brookhaven. Ach du Heilige, hat sich echt jemand jeder mag Brookhaven genannt, Alter. Wie komisch ist das denn? Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht an den Typen, der niemand mag Brookhaven heißt. Jedenfalls, was wir erstmal machen werden, ist, wir müssen auf jeden Fall zur Bank gehen. Und das heißt, ich nehme sie einfach mal mit und wir gucken uns einfach mal an, was da neu ist. Ich habe irgendwas gehört von einer Nachricht hinter dem Lüftungsschacht und irgendwas mit dem ATM, also mit der Bank. Ich habe was Neues herausgefunden. Okay, dann bring mich gerne dahin. Okay, oh, dann bring mich gerne dahin. Okay, dann gerne dahin. Folge dir. So, und vielleicht zeigt er mir ja genau das und er weiß vielleicht ein bisschen besser Bescheid als ich. Und das wäre auf jeden Fall, niemand in Mark Brookhaven hat einen Hackerfreund. Okay, warte mal, woher weißt du das? Fragezeichen. Naja, okay, alles klar, vielleicht wird er mir darauf nochmal antworten, weil er bleibt jetzt auf jeden Fall stehen. Er geht auf jeden Fall in Richtung Bank, das heißt, ich glaube, er will mir das auf jeden Fall zeigen. Er hat es mir gesagt, er hat auch einen Zweit-Account. Warte, was? Okay, oha, okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist auf jeden Fall krass. Leute, glaubt ihr, er wird heute noch online kommen und vielleicht hier extra für mich hier irgendwie wieder dingsen? Weil er sieht ja irgendwie, wenn ich online bin, hat er beim letzten Mal auch. Ja, was ist hier? Was? Da stand gerade was. Was zur Hölle? Hier steht was. Es wird, ist... Hä? Hier ist es weg. Was? Er wird es bereuen, aber ich sehe da nichts. Oh mein Gott. Da, stimmt. Jemand hatte auch was geschrieben mit einem Knopf. Da unten ist ein Knopf. Oh mein Gott. Warte, was? Warte, Moment. Zack. Er wird es bereuen. Jemand hat den zweiten Account von ihm gebannt. Oh. Glaubt ihr, er wurde vielleicht aus Brookhaven mit einem anderen Account gebannt und will sich jetzt irgendwie rächen oder sowas? Ich weiß es nicht. Hat er vielleicht, ist er vielleicht wirklich ein Hacker? Naja, auf jeden Fall mega komisch. Hier steht auf jeden Fall eine Nachricht, sobald man auf den Knopf drückt. Er wird es bereuen. Okay, alles klar, Leute. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal nach oben gehen und dann im Lüftungsschacht nachgucken. Also erstmal gucken wir hier nach, ob hier nichts ist. Ich habe keine Ahnung. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts. Hier hinter ist nichts. Nee, ist hier oben vielleicht noch was, weil das habe ich nämlich beim letzten Mal auch vermutet, weil die Türen irgendwie weg sind. So, Moment, wir gehen mal ganz kurz nach oben und gucken uns hier alles an. Okay, warte, wir gehen da kurz hier hoch, zack, okay, oh mein Gott, Knopf beim ATM, oh, hier steht ein Hinweis, okay, das hätte ich als erstes sehen müssen, Knopf beim ATM, das ist der Hinweis, dass unten bei dem Bankautomaten ein Knopf ist, Leute, weil ATM heißt natürlich der Bankautomat und hier...
ist hier noch was. Wollen wir uns das hier mal angucken? Weil das hier ist ja dieses eine, naja, Secret, wenn man das so sagen kann. Mit der einen Dings. Oh mein Gott, hier ist einfach jemand. Ach du Heilige, hat mich das erschreckt. Ist hier vielleicht noch etwas dazugekommen oder so? Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas hier, was ich übersehe im Video. Das heißt, ihr könnt mir das auf jeden Fall schreiben. Und dann kann ich mir das Ganze mal wieder angucken. Weil das ist auf jeden Fall mega, mega komisch, Leute. Hat hier noch irgendwas geschrieben? Die echte Mayonnaise ist hier. Okay, alles klar, Leute. Okay, ziemlich interessant. Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute jetzt drin. Oh, da ist sogar noch jemand gejoint. Okay, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich vorher nicht so ganz wusste. Aber Leute, habt ihr irgendwie vielleicht eine Ahnung, was er meinen könnte mit "er wird es bereuen"? Wen meint er? Meint er damit Wolfpack, den Ersteller von Brookhaven? Oder... ich weiß es nicht, Leute. Und im ersten Video, Leute, hat mir jemand geschrieben, dass er ja gesagt hat, er mag keine YouTuber. Und vielleicht könnte das Problem sein, was er meinte in der letzten Folge, dass es ein Fehler wäre. Und zwar, dass ich ein Video darüber gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Weil er ja keine YouTuber mag. Und das könnte tatsächlich sein, Leute. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber... naja, ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall nochmal auf sein Profil und gucken uns nochmal schnell an. Das letzte Mal online vor 17 Stunden. Okay, er hat die 500 Besuche geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Leute, ich habe echt keine Ahnung, was das Ganze hier soll. Aber er scheint jetzt erstmal nicht online zu kommen. Aber ich weiß es nicht. Achso, in dem Secret unter der Bank ist was geschrieben in roter Schrift und du musst da einen Code eingeben. Viele Leute haben mir genau das geschrieben gestern im Livestream. Mayo, ist was passiert? Ich war im Spiel und dann kam er und hat erzählt, warum er Brookhaven hasst. Okay. Okay, Leute, das sind wir auch schon auf der Roblox-Seite und wir suchen einfach mal nach "Niemand mag Brookhaven". Und vor kurzem war ich sogar in dem Spiel und da... oh mein Gott, er ist sogar online gerade. Er arbeitet gerade sogar an dem Spiel. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Wir werden ganz entspannt einfach mal in das Spiel reinjoinen und uns mal angucken, was ihr alles so geschrieben habt. Ihr habt irgendwas geschrieben mit der Bank auf jeden Fall. Das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Mit der Polizei haben da Leute was geschrieben. Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute. Wir schreiben einfach mal "Hi", warte einen Moment, "Hi", um sie einfach mal zu begrüßen, weil ich natürlich mega nett bin und euch alle begrüßen möchte. Lami, Salami und Tomate. Okay, alles klar, Leute. Wir werden das Ganze einfach mal angucken, okay? Wir werden einfach mal zur Polizeistation gehen, würde ich mal sagen. Und wir gucken uns einfach mal da oben an. Weil ihr wisst ja, da gibt es so eine Art Secret. Und deshalb gehen wir mal kurz nach da oben und wir gucken uns mal an, was hier oben ist. Warte, kommen wir da rein? Man kommt da gar nicht rein. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, Leute. Keine Ahnung, viele Leute meinten, dass es hier irgendwas gibt. Oder da hinten, das habe ich ja auch schon gelesen. Und zwar, wenn man hier nach oben geht, dann hier nach oben. Und hier scheint es auch was zu geben. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall ein Secret in Brookhaven selbst gibt. Oh, hier, genau. Gibt es hier irgendwas? Nein, das sind nur die normalen Sachen, die es hier in Brookhaven halt gab. Also hier scheint nichts verändert worden zu sein. Leute, da habt ihr ein bisschen mich angeflunkert, würde ich sagen. Aber das, was auf jeden Fall am öftesten in den Kommentaren stand, ist auf jeden Fall das mit der Bank, Leute. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da hingehen und das Ganze einfach mal angucken. Aber Leute, ich will mir auf jeden Fall angucken, was es hier auf jeden Fall so Schönes gibt hier in der Bank. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Das hier haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Da war nämlich so ein Knopf, wo man drauf drücken konnte. Und da steht hier, "er wird es bereuen". Und den Hinweis dafür habe ich von euch bekommen, weil irgendjemand mir das gezeigt hatte, der hier im Spiel war. Und wo waren das? Hier oben, genau. Hier oben war auf jeden Fall nochmal sowas Knopf beim ATM. Das heißt, der Knopf unten auf jeden Fall. Und was ich euch sagen kann, ist, dass ja, wir dann das hier irgendwie gefunden hatten. Moment, jetzt steht es wieder da. "Er wird es bereuen". Das verschwindet auf jeden Fall komischerweise manchmal einfach. Wenn ich jetzt von hier gucke, ist es da. Und wenn ich nach vorne gehe, ist es auf einmal weg. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Aber wisst ihr was, Leute? Wir können doch einfach durch den Lüftungsschacht gehen, wo wir es auch halt in der letzten Folge, haben wir das auch so gemacht, glaube ich. Wir sind halt nur durch den anderen Eingang geflüchtet, mehr oder weniger. Okay, alles klar. Das sagt auf jeden Fall einiges aus. Dann gab es wahrscheinlich ein Update. Er arbeitet ja auch gerade dran, wie ihr seht. Okay, mega komisch. Warum gibt er sich denn so viel Mühe? Wisst ihr, was ich meine? Okay, was wird mich jetzt hier erwarten? Oh mein Gott, weiß den Code nicht? Was? Manchmal... hört ihr das? Das sind auf jeden Fall Geräusche, wenn ich drauf drücke. Okay, es ist falsch. 1, 2, 3, 4... was? Was ist das? Okay, Leute, hier ist gerade jemand, der irgendwas sagt, dass ich ein Lügner bin, weil ich mit... "Niemand mag Brookhaven" befreundet bin. Leute, wie gesagt, ich habe ja eine Freundschaftsanfrage im ersten Video, glaube ich, geschickt. Und im zweiten Video wurde das auf jeden Fall angenommen. Habe ich ein bisschen mit ihm geschrieben und er hat mir seitdem nicht mehr geantwortet. Aber er hat mich immer noch in seiner Freundesliste. Und sowas, kannst du den Code sagen?
Ich kenne den Code nicht. Okay, aber darum geht's jetzt nicht. Wir gucken einfach mal hier ein bisschen an. Statt Anfangsbuchstaben alphabetisch sortieren. Tipp, es sind 4 Ziffern. Was? Okay, warte. Statt? Was soll mir das sagen? Also wir müssen irgendwie diesen Code herausfinden. Ich weiß noch nicht, wie genau es geht. Buchstaben, okay, Anfangsbuchstaben von der Stadt. Keine Ahnung, bist du live? Wenn ja, hallo YouTube. Du kannst ja trotzdem hallo YouTube sagen, ich bin ja hier. Aber ich glaube, du willst da nicht rein. Wieso nicht? Fragezeichen. Okay, wir schreiben es einfach mal. Können wir Screenshot machen? Hey, ist gerade bei euch noch ein Lügner. Alphabetisch sortieren. Tipp, es sind 4 Ziffern. Okay, das heißt, Stadt meint er wahrscheinlich, dass es in der Stadt hier irgendwie so Rätsel gibt oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal gucken. Und die muss man alphabetisch sortieren. Und nur die Anfangsbuchstaben davon. Hä? Oh Gott, Leute. Okay, wisst ihr was? Und hier ist, by the way, die Treppe, die einfach weg ist. Alles klar. Und hier kommt man auf jeden Fall nicht rein. Das sieht auf jeden Fall so aus. Okay, ich weiß wirklich nicht, was damit gemeint ist, Leute. Und wenn ihr es wisst, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und das sieht mir auf jeden Fall aus, als müssten wir hier ein bisschen länger suchen, weil man muss die ganze Stadt absuchen. Und ich meine, ich habe keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Und ich weiß nicht, wir können ja mal hier rumgucken, okay? Gibt es hier irgendetwas, was irgendwas mit einem Buchstaben zu tun hat oder mit einer Zahl? Also ich denke eher eine Zahl oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht der Anfangsbuchstabe im Alphabet ist die Zahl des Buchstaben, wie es auch im Alphabet vorkommt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den Buchstaben E hätten, A, B, C, D, E, dann wäre das der 5. Buchstabe im Alphabet und somit wäre die erste Zahl 5. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr habt es verstanden. Also das ist das Einzige, was mir gerade einfallen würde. Was ist hier? Nee, hier ist gar nichts. Es dauert viel zu lange, um das Ganze jetzt in einem Video zu suchen, Leute. Ich glaube es auf jeden Fall. Und deshalb, Leute, glaube ich, dass wir auf jeden Fall auch ein bisschen länger hier dran sitzen werden. Schule, okay, alles klar. Ich weiß nicht ganz genau, was er mir damit sagen will, Leute. Ob ich hier irgendwas finden kann oder sonst was. Ich weiß ja nicht mal wo. Ich weiß nicht, was zur Stadt gehört, weil es sind 4 Zahlen und es gibt in Brookhaven 3 Millionen Gebäude. Und, okay, vielleicht nicht 3 Millionen, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Aber erstmal gehen wir hier nach unten, weil hier stand auf jeden Fall auch was. Vielleicht ist hier was dazugekommen. Nee, hier steht immer noch genau das Gleiche einfach. Okay, er hat geschrieben, kennst du den Code? Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie man ihn herausfinden soll. Schreiben wir einfach mal rein. Und ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Warte, wir gehen auf jeden Fall mal wieder nach oben. In der Schule war auf jeden Fall ziemlich viel, was man hier so finden kann oder konnte. Mit diesem Secret, zum Beispiel das hier unter der Treppe, Leute. Falls ihr das nicht wisst, schaut einfach die letzten Folgen an. Da werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Und, aber ich weiß halt nicht, wo könnte hier auf jeden Fall noch eine Zahl sein? Hier vielleicht? Weiß es echt nicht, Leute. Sind wir vielleicht komplett falsch in der Schule? Okay, schreibt mir jemand, komm. Warte mal, ich frage mal, wohin? Fragezeichen, keine Ahnung, was er mir zeigen möchte. Aber wir laufen ihm einfach mal hinterher. Ich bin hier auf jeden Fall nochmal in der Schule, weil ich wollte nochmal das andere Secret da hinten abchecken, ob da nicht irgendwas Neues dazugekommen ist. Aber wir müssen mal gucken, wohin? Wo führt er mich hin? Okay. Wir laufen um die Schule rum zur Bank. Ich war doch schon dort. Oh Mann, okay. Egal, Leute. Wir können auf jeden Fall jetzt erstmal trotzdem nochmal das andere Secret abchecken. Ich glaube zwar nicht, dass da was ist, weil wir haben hier auch schon auf jeden Fall abgecheckt. Aber ich habe das andere komplett verdrängt und komplett vergessen, dass da überhaupt was ist. Ach man, keine Ahnung, Leute. Aber wir werden auf jeden Fall mal da hingehen und das Ganze uns angucken. Weil wer es nicht weiß, hier gab es ja dieses eine Secret, wo man so nach unten konnte. Und hier stand auf jeden Fall, sie werden dich finden. Das stand auf jeden Fall hier. Und ich will mal gucken, ob es hier jetzt irgendwas Neues gibt. Aber es sieht absolut nicht danach auf. Vielleicht hier unten drunter? Nee. Hier? Nein. Da ist auf jeden Fall was auf dem Buch drauf, aber ich weiß nicht, ob das so irgendwie zu finden ist. Vielleicht unter dem Tisch? Nee, Leute, das sieht nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas zu bedeuten hat oder ob das normal ist, dass das so da ist. Sie werden dich finden, okay. Leute, wisst ihr, was mir gerade eben aufgefallen ist? Ich habe hier hingeguckt und das ist eine 4. Erkennt ihr das, Leute? Das ist einfach eine 4. Ich dachte, von der Seite sah das auf jeden Fall nicht aus wie eine 4. Ich dachte, das wäre einfach irgendein komisches Symbol, aber das ist eine 4. Wenn ihr ganz genau guckt, Leute, das ist eine 4. Ich glaube, wir haben die erste Zahl gefunden und es wird auf jeden Fall mega schwierig sein, die nächsten Zahlen zu finden. Also, Leute, wisst ihr, was wir machen? Weil ich glaube, das ist nämlich so, wir haben jetzt gerade eine 4 gefunden und wir müssen alle Codes finden, also alle Zahlen finden,
Und das muss dann irgendwie so sein, dass der Anfangsbuchstabe von dem Ort, das heißt Schule in diesem Fall oder School, ist S. Und wenn ihr guckt, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Das war jetzt der 14. Buchstabe im Alphabet, Leute. Und das Ding ist, ich glaube, bedeutet, wenn wir jetzt noch eine Zahl finden, die irgendwie, also an einem Ort, die das irgendwie ein bisschen... Naja, sowas, was mit H anfängt, wo so der 6., 7. Buchstabe oder irgendwas ist, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass die Zahl vor der Zahl kommt, die ich jetzt gefunden habe. Aber Leute, wie gesagt, das ist einfach mega schwierig, das in kurzer Zeit zu machen. Wir werden wahrscheinlich dafür ein bisschen länger als eine Stunde dafür brauchen. Und deshalb, Leute, wisst ihr, was wir einfach machen? Wir werden einfach morgen am Sonntag um 18 Uhr einen Livestream machen, wo wir, naja, genau diese Codes suchen, würde ich mal sagen. Und deshalb, was wir auf jeden Fall machen müssen, Leute, ist, naja, wir müssen den Code halt finden. Es sind 4 Zahlen, wie uns so mehr oder weniger gesagt worden ist. Und sonst was, Mario, komm bitte. Ich bin gerade an ihr vorbeigelaufen und sie hat es nicht mal bemerkt. Oh mein Gott, Leute. Wie ich gerade sehe, hat hier tatsächlich schon jemand das Rätsel gefunden. Ich musste gerade meine Aufnahme nochmal anmachen, damit das überhaupt funktioniert. Und ich würde mal sagen, oh mein Gott, hier drinne ist ein... Hat ein neues Update, schreiben sie. Okay, ich glaube auch. Leute, okay, warte mal. Wir fragen einfach mal, wie war der Code? Fragezeichen. Und dann gehen wir nochmal dahin und wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, die Tür zu öffnen und mal schauen, ob das funktioniert und ob es jetzt wieder irgendwie, also ich weiß nicht, ob der Server jetzt gerade irgendwie gecrashed ist, weil da stand auf jeden Fall, dass es heruntergefahren wurde. Also weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber die Leute wissen auf jeden Fall, wie es geht, Leute. Bedeutet, wir müssen uns das Ganze auf jeden Fall mal angucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zurück, naja, zum Secret irgendwie da unten bei zu der Tür und wir werden da unten einfach mal gucken, wie das Ganze dann so aussieht. Moment, gehen wir einfach mal hier ganz schnell nach unten. Leute, irgendwie, das kann doch nicht sein. Erneut verbinden. Okay. Ach Gott, ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Ich weiß nur, dass sie da auf irgendeinen Knopf drücken und da geht die Tür auf. Also die haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, wie man da einfach durch kann. Und das ist auf jeden Fall mega cool. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er das jetzt gerade herausgefunden hat. Aber wie soll er das denn bitte herausgefunden haben? Glaubt ihr, irgendein von den Accounts, die gerade online... No name. Okay, ich weiß es nicht. Irgendein Account von denen, der gerade online ist. Kann es sein, dass irgendein Account er ist und er gerade testet? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Okay, irgendeine Zahl eingeben. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht schreiben, aber ich habe mal gefragt, wie der Code ist. Cleared. Okay, hier stehen jetzt Sachen. Das ist auf jeden Fall ein neues Update, was dazugekommen ist. Jetzt gerade live in der Aufnahme. Okay, ich habe geschrieben, wie habt ihr das vorhin aufgemacht? Ihr müsst den Code ja kennen, weil vorhin war die Tür auf jeden Fall offen. Und genau zweimal, als ich da reingehen wollte, ist es zweimal komplett... weggemacht. Okay, naja, egal. Leute, scheinbar geht die Tür jetzt nicht mehr auf. Irgendwie ist die vorhin aufgegangen. Ich habe keine Ahnung, was man dafür machen muss. Das ist auf jeden Fall mega komisch. Niemand Brookhaven ist mein Held. Was? Leute, habt ihr das gesehen? Also, hier war niemand mag Brookhaven auf jeden Fall im Spiel und hat geschrieben, ich hasse YouTuber. Hä? Warum ist er so komisch? Schreibe ich einfach mal in den Chat. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll, was ich denken soll oder sonst irgendwas. Ich verstehe den Typen nicht, der kommt hier rein, schreibt, ich hasse YouTuber und fertig ist es. Leute, wir joinen aber erstmal ins Spiel und gucken uns mal an, ob sich irgendwas verändert hat. Die haben mir auf jeden Fall ein bisschen was in die Kommentare geschrieben und deshalb gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Also, wie wir gestern herausgefunden haben, kann man jetzt in diesem Spiel rennen. Ich habe keine Ahnung, das ist ein bisschen mehr wie Brookhaven. Oh, cool. Ihr habt jemand die ganzen Klamotten vom Merch-Shop, Leute. Falls ihr die, by the way, auch haben wollt, müsst ihr hier einfach mal Mayo Gang eingeben und dann in Gruppensuchen machen. Und hier könnt ihr dann einfach Mayo Gang auswählen, das untere mit meinem Profilbild. Und hier seht ihr einfach, müsst ihr joinen, hier steht einfach Gruppe beitreten. Und dann könnt ihr hier unten auf Shop gehen und ihr könnt euch für 5 Robux ganz viele verschiedene Artikel kaufen. Wartet ab, bald kommt auch noch Weihnachts, naja, Merch sozusagen. Also wie gesagt, alles kostet einfach nur 5 Robux, das ist das Billigste, was man machen kann. Leider geht's nicht billiger, Leute. Also einfach mal joinen und einfach kaufen, falls ihr auch so coole Klamotten haben wollt, wie ich gerade. Okay, hier sind auch schon wieder ganz viele Leute. Jeder mag Mayo. Alter, wie cool ist der Name denn? Okay, wir fragen einfach mal, hi, gibt es hier was Neues? Einfach mal ganz entspannt, würde ich sagen, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was wir so mehr oder weniger nachfragen können. Ich weiß, dass gestern hier überall Zombies rumgelaufen sind, aber scheinbar sitzen die jetzt an der Bushaltestelle. Kriegt man Schaden? Okay, man kriegt Schaden von denen. Alles klar. Weiß ich nicht, hat hier irgendjemand geschrieben. Weißt du den Code? Nein, ich
kenne den Code nicht. So, an alle, die nämlich nicht wissen, um was es ging, wir haben nämlich gestern eine kleine Suche nach dem Code gemacht und haben ganz Brookhaven abgesucht und viele Leute haben natürlich den Code schon vor mir gefunden. Warte, Moment. Ich glaube, hier in Brooks Dinner auf jeden Fall gab es einen Code, beziehungsweise eine Zahl und hier ist nämlich eine 3, Leute, die hier unten steht. Seht ihr das? Und das ist auf jeden Fall eine Zahl des Codes. Die können wir uns auch mal eben ganz kurz aufschreiben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo jede Zahl war. Ich probiere es nochmal rauszufinden. Hier beim Grocery war hier eine? Oh, da bin ich mir gar nicht sicher, weil viele Leute hatten das gestern in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise in den Chat geschrieben. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass gab es hier noch eine Zahl? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, dass es hier eine Zahl gab beim, Eiscreme-Laden. Und zwar irgendwo hier, genau. Da seht ihr es, die 7. Und die schreiben wir uns auch mal auf. Hier 7. Und auf jeden Fall, die eine haben wir auf jeden Fall schon gefunden, hier im Auditorium. Das war auf jeden Fall, ich glaube, das war in dem letzten Video. Da haben wir die gefunden. Das war nämlich das erste, was wir gefunden haben, wo ich mir am Anfang nicht mal sicher war, dass das eine Zahl ist. Aber die ändert sich scheinbar immer. Und das ist jetzt, was ist das denn für eine Zahl? Ist das eine 8? Ich glaube, es ist eine 8, Leute. Und ich habe leider vergessen, wo der letzte Ort war. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Die letzte Zahl, die uns fehlt, ist auf jeden Fall hier hinten und zwar die 9. Okay, perfekt. 9, dann schreiben wir das auf. Feuerwehr. Und der Code lautet damit 8973, Leute, wenn wir jetzt alle Zahlen zusammengefügt haben. Und das habe ich jetzt. Das heißt, wir können entspannt einfach jetzt mal unten rein. Okay, ich habe den Code scheinbar in der falschen Reihenfolge aufgeschrieben, weil jeder schreibt hier was anderes in den Chat, weil ich habe kurz nachgefragt, was der Code ist. Okay, Leute, viele Leute haben jetzt verschiedene Zahlen reingeschrieben. Ich habe jetzt gerade gefragt, was der Code ist, weil ich habe geschrieben 8973 und hier hat jemand geschrieben, genau, die hier hat geschrieben, der Code ist, 3978. Und das heißt, wir können hier einfach mal reingehen und hier gibt es auch einen Knopf, um rauszukommen. Ich kann mich zwar erinnern, dass dieser Knopf vorhin nicht da drin war, aber so ist das Leben. Und, wer das hier noch nicht gesehen hat, ist einfach mega krass, was es hier alles gibt. Hier gibt es zum einen eine Statue von dem Niemand mag Brookhaven-Typen und halt einen, weinenden Mayo. Ich hatte keine Ahnung, was das auf jeden Fall zu bedeuten hatte. Und an der Wand stand das hier. Und wer es nicht weiß, das hier ist ein Binärcode, ja? Das benutzt man so bei Programmieren und so Zeug, keine Ahnung, was weiß ich, Leute. Ist auf jeden Fall ziemlich jetzt kompliziert, das Ganze an euch zu erklären. Und diesen haben wir entziffert. Diesen Code habe ich dann komplett rausgeschrieben, Leute. Und mir mal angeguckt, was das eigentlich so zu sagen hatte. Und dann habe ich eine Internetseite gefunden, die das natürlich entschlüsseln kann. Und im Endeffekt kam da irgendwas raus mit. Warte, ich kann es ja nochmal gucken. Genau, hier war es. Hier ist der Code, Leute, weil der hat mir Randolph ein bisschen geschickt, weil, im Stream das irgendwie abzuschreiben war ein bisschen kompliziert, weil hier ganz viele Leute davor standen. Und Leute, also, wir haben hier hinten jetzt übersetzen und wenn wir da drauf drücken, dann seht ihr, diese ganze Zahlenfolge bedeutet Jason, warte nur ab. Okay, das war ein bisschen krass. Als ich das nämlich gesehen habe, war ich ganz leicht verwirrt auf jeden Fall und habe mir gedacht, okay, was geht jetzt hier ab? Viele Leute haben auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass das Ganze nicht mehr funktioniert und man nicht mehr hier reinkommt, Leute. Aber das stimmt nicht ganz, weil ich habe nämlich gemerkt, dass jedes Mal, wenn der Roblox-Server bzw. der Server von diesem Spiel hier leer ist, schaltet der Server sich logischerweise aus und wenn jemand joint, dann stellt er sich an. Bedeutet, jedes Mal, wenn der Server sich zurücksetzt, ist der Code ein komplett anderer Code. Und ja, keine Ahnung. Das heißt, wundert euch auf jeden Fall nicht. Es sind jetzt auch schon wieder mega viele Leute hier drin. Und hier auch nochmal ein Faker von Niemand mag Brookhaven, Leute. Also der heißt nicht Niemand mag Brookhaven, sondern Niemand. Wir müssen erstmal den Leuten schreiben, dass das ein Faker ist, weil die glauben das natürlich nicht. Weil das haben wir gestern auch im Stream rausgefunden. Und wer mir jetzt nicht glaubt, ich habe ihm schon mal vor 3-4 Tagen oder so geschrieben, weil er meinte, er könnte beweisen, dass er kein Faker ist. Und er hat mir bis heute nicht geantwortet. Es ist auf jeden Fall ein Faker, Leute. Aber gut, so ist halt das Leben. Moment, ich würde mal sagen, wir drücken mal hier auf den Knopf. Funktioniert der Knopf? Ja, der Knopf funktioniert perfekt und so können wir auch wieder rausgehen. Es hat sich scheinbar nicht so viel geändert, aber an alle Leute, die auf jeden Fall gestern keine Zeit haben, den Stream zu gucken oder keine Zeit haben, sich 2 Stunden anzuschauen, die haben hier jetzt eine kleine Zusammenfassung mehr oder weniger, was gestern in dem Stream passiert ist, um was es ging und was weiß ich nicht noch alles. Alle sind jetzt hier vor dem Faker oder was weiß ich was und was soll ich sagen? Und der Typ, der antwortet mir auch relativ aktiv auf meine Chats. Der richtige Niemand mag Brookhaven-Typ, der antwortet mir ja gerne nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Sache,
Oh mein Gott, Leute, ich habe gestern so viel im Livestream verpasst, alle, die nicht dabei sind. Ich habe mich auch verwandelt in einen Hacker, der wollte irgendwie, dass ich mit ihm irgendwas hacke oder so. Leute, ich habe keine Ahnung. Und jetzt schreibt er auf einmal, wann machst du Video? Hä? Okay, Leute, keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber gut. Das war auf jeden Fall einfach nur eine kleine Zusammenfassung, was gestern so passiert ist. Ich dachte mir, ich mache das einfach mal an die Leute, die gestern nicht zugucken konnten oder nicht die Zeit haben, sich 2 Stunden volles Material am Stück anzuschauen. Naja, wenn ihr hier guckt, hier sind halt viele Kommentare, die ich so alle so herze und bliblablub. Aber wir müssen hier unten einfach mal auf Neueste zuerst gehen. Und wenn ihr hier runter scrollt, dann werdet ihr schon hier sehen, Mario bei dem Rockstar steht hinter der Kasse. Es ist noch nicht zu Ende. Und das ist auf jeden Fall nicht der einzige Kommentar, den ich gelesen habe. Und ich würde mal sagen, Leute, wir reden nicht lange drum rum und gehen einfach ins Spiel. Okay, da sind wir auf jeden Fall auf der Roblox-Seite. Und um in das Spiel zu kommen, weil viele Leute das die ganze Zeit fragen, ihr müsst hier einfach Niemand mag Brookhaven eingeben. Genau so geschrieben. Und dann müsst ihr gucken. Ich bin nämlich der Einzige, den er als Freund hat, warum auch immer. Und ihr guckt einfach mal darauf. Das letzte Mal online vor 4 Tagen steht hier diese Person. Und dann seht ihr hier das Spiel Tag der Zerstörung von Brookhaven. Und dort müsst ihr reinjoinen. Hier sind auf jeden Fall 2 Leute gerade da. Das werden gleich noch mehr, wenn ich reinjoine. Und das Ding ist halt, wir werden jetzt erstmal da reinjoinen und uns erstmal angucken, was alles neu ist. Okay, da sind wir auch schon. Ich weiß auf jeden Fall von 2 Sachen, die hinzugekommen sind, weil mir das in den Kommentaren gesagt wurde. Aber leider finde ich den anderen Kommentar nicht. Aber ist ja auch nicht so mega schlimm. Und wir werden das Ganze einfach mal angucken, würde ich sagen. Und das erste war ja im Kommentar enthalten, und zwar beim Rockstar steht hier irgendwo bei der Kasse oder so etwas an der Wand, und zwar es ist noch nicht zu Ende. Und das ist eben das Ding. Ich habe nämlich keine Ahnung. Viele Leute haben mir die verschiedensten Orte geschrieben. Sowas wie Kino oder sonst was. Und eine Sache wurde mir auf jeden Fall auch noch geschrieben. Stimmt. Und zwar, ihr wisst ja, hier stand ja das, dieses Knopf beim ATM und so. Und da müssen wir dieses Rätsel lösen und bla bla bla. Aber diese Tür, die hier unten ist, die wird nicht mehr aufgehen. Nie wieder. Lol. Wednesday, was geht? Hä, wie cool ist das denn gemacht? Alter, wie cool. Jedenfalls, hier steht auf jeden Fall noch Texte auf der Map. Das ist auch eine Sache, die neu ist. Und hier kann man auf jeden Fall den Code herausfinden, aber man kommt da nicht mehr rein. Es ist unmöglich, da nochmal reinzukommen. Es sind solche Dinger auf jeden Fall davor und da kommt man halt einfach nicht rein. Und das ist halt das Ding. Man kommt jetzt da nicht mehr rein, was zwar ein bisschen schade ist, aber es gibt dafür jetzt Texte auf der Map. Ja, keine Ahnung, Leute. Und die Zombies, die sind gerade auf jeden Fall am Geld abheben, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls war hier das erste Secret, Leute. Und zwar das mit dem, es ist noch nicht zu Ende. Und eine Sache habe ich auf jeden Fall auch noch gesehen. Ich habe noch nicht komplett die ganze Map erkundet, so. Aber ich weiß auf jeden Fall von diesen 2 Sachen, beziehungsweise 3 Sachen, wenn man das mit der Bank nochmal mitzählt. Und zwar hier in der Schule, Leute. Wenn ihr hier reingeht, wisst ihr ja, dass es hier einen geheimen Gang gab. Und zwar genau hier unten. Und hier an der Wand steht einfach Mayo. Leute? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es hier in der Schule noch irgendwo irgendwas gibt oder ob sich irgendwas unterhalb geändert hat, so ein bisschen. Zum Beispiel hier oder so. Hat sich hier irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist alles tatsächlich gleich geblieben. Aber das ist auch egal. Das ist auch komplett unwichtig, ob hier unten sich irgendwas verändert hat. Denn es gibt diese Texte, aber ich weiß nicht, inwiefern uns diese Texte, naja, voranbringen. Wisst ihr, was ich meine? Und davon abgesehen, dass dieser Niemand-Mark-Brookhaven-Typ das letzte Mal vor 4 Tagen online war, weiß ich auch nicht, ob es hier irgendwas großartig geben wird. Warte, ich kann ja mal hier oben nachschauen. Ich denke zwar nicht, dass hier oben irgendwas sein wird, aber wir können ja gerne nochmal nachschauen. Komme ich jetzt nicht mehr da hoch? Mann, ich bin ein Noob. Leute, oh Mann. Okay, hier auf dem Dach können wir nochmal gucken. Ich glaube, hier wird nichts sein, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Warum gucke ich überhaupt hier? Aber hier drin vielleicht? Aha. Die Agency ist sie. Hä? Was? Agency? Ich glaube, damit ist ein Secret gemeint. Da können wir auch auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist verklaut. Im Kino will ich auch vorbeischauen, weil mir das halt Leute in die Kommentare geschrieben haben. Aber ich kenne, wie gesagt, nicht mehr alles. Ich habe keine Ahnung mehr, was alles in den Kommentaren stand. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt, leider. Wir können hier nochmal im Krankenhaus selbst vorbeischauen. Vielleicht hier hinter? Hier gab es ja dieses Secret. Genau, das gibt es ja in Brookhaven. Gibt es hier unten? Ne, der Knopf ist auf jeden Fall weg. Aber hier steht auch nichts mehr großartig. Das heißt, das bringt mich auf jeden Fall nicht voran. Wow, okay. Das bedeutet, wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg. Feuerwehr, was war? In der Feuerwehr war auch was, oder? Ah, nee, in der Feuerwehr, glaube ich, war nur diese eine Zahl da. Also eine Zahl vom Code, der sich immer ändert, sobald der Server neu startet, wie wir herausgefunden haben. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es hier nochmal was im Arcade gibt oder so. Ich weiß es wirklich nicht, das kann ich euch gar nicht sagen.
oder in sonst irgendeinem Laden. Ich weiß es wirklich nicht. Hier gab es nochmal eine andere Zahl und zwar die 5 nochmal. Okay, 2 Fünfen, alles klar. Aber sonst gibt es hier noch was? Hier unten vielleicht? Nee. Hier gibt es gar nichts, Leute. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Da müsst ihr mir, wie gesagt, in den Kommentaren helfen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal im Kino vorbeischauen, weil ich gelesen habe, dass es im Kino irgendwas gibt. Dankeschön auf jeden Fall an denjenigen, der das geschrieben hat. Es ist auf jeden Fall nur einer. Also ich habe nur einen Kommentar mit irgendwas mit Kino gelesen. Ach, warte, Kino ist ja hier unten. Stimmt. Oh, niemand mag Brookhaven. Hä? Okay, keine Ahnung. Hier steht, niemand mag Brookhaven und die können wir nicht mal rein. Okay, okay, interessant. Hier steht einfach nur dieser Text. Ich weiß es nicht. Ist hier noch was anders? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, dass da einfach niemand mag Brookhaven steht. Also es ist einfach der Benutzername von dem Brookhaven-Hasser. Jedenfalls hatten wir jetzt gerade auch noch den Hinweis Agency. Also die Agency ist sie, glaube ich, stand da. Irgendwas in die Richtung. Und hier. Genau, hier gibt es ja dieses... Oh, das gibt es gar nicht hier. Die Wand ist einfach zu. Okay, weil ihr wisst, in Brookhaven geht ja hier die Wand auf. Warte mal, das kann ich euch kurz zeigen. Und zwar, wenn wir in normalen Brookhaven sind, warte, hier können wir ja auch ganz entspannt ein Skateboard nehmen, was ein bisschen schneller ist. Ich kann nicht schreiben. Dankeschön. Okay, alles klar. Und zwar hier hinten, ihr wisst ja alle, ich glaube, das kennt ihr alle, wenn nicht, dann... Lebt ihr hinterm Mond? Und zwar hier gibt es die Agency und deshalb habe ich mich gerade gewundert, weil da stand die... Was ist das denn? Okay, keine Ahnung. War da ja stand, die Agency ist sie. Also habe ich keine Ahnung. Dachte ich vielleicht, dass es hier irgendwas gibt, aber irgendwie gibt es das gar nicht in diesem Dings. Hier kann man ja diese Knöpfe drücken und so. Und das macht scheinbar auch irgendwelche Sachen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und ja, hier gibt es halt diesen Raum und so. Und deshalb dachte ich irgendwie, dass hier irgendwas sein könnte. Irgendein Hinweis oder sowas. Aber diesen Raum hier hinten, den gibt es gar nicht in dem Spiel von dem Brookhaven-Hasser. Jetzt bin ich mega verwirrt und ich glaube, ihr wisst, warum ich gesagt habe, dass, naja, ich eure Hilfe brauche. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wonach ich suchen soll. Wir haben auf jeden Fall als Tipp irgendwas mit Agency bekommen und ich weiß nicht, ob es irgendwie noch was anderes gibt, was man mit Agency verbindet oder sonst irgendwas. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Ja, halt wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Vielleicht hier oben? Hier gibt es ja dieses eine Restaurant, was es gar nicht mehr in Brookhaven gibt. Nee, es sieht nicht danach aus, als würde es hier hinten irgendwas geben. Ich war... Oh! Agency? Okay, hier habe ich auch noch einen Text gefunden. Okay, alles klar. Keine Ahnung. Das war jetzt gerade mega random. Aber sonst? Gibt es sonst noch irgendwo etwas? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Okay, gehen wir mal da hinten hin, würde ich sagen. Hier ist ja das Diner. Oh, im Diner. Da könnten wir... Ah, nee, ich glaube im Diner nicht, weil im Diner ist hier ja auch eine Zahl. Die steht da hinten. Ist das auch eine 5? 3 Fünfen? Okay, alles klar. Wie random. Jedenfalls, wir können ja mal hier reingehen und mal gucken, ob hier irgendwo irgendwas steht. Warte. Es sieht nicht danach aus, als würde es jetzt hier sofort dingsen. Aber wir können ja mal da hinten zum Flugzeug gehen. Und vielleicht ist da hinten ja was im Flugzeug. Man kommt nicht ins Flugzeug. Okay, ich habe vielleicht gedacht, dass im Flugzeug was sein könnte. Wie gesagt, Leute, dann weiß ich auf jeden Fall auch gerade eben absolut nicht weiter. Es ist natürlich für mich schwer, das Ganze herauszufinden. Deshalb ist es natürlich ziemlich cool, dass ihr mir bei solchen Sachen helft und mir sozusagen in die Kommentare schreibt, wo sich was befindet. Und das ist auf jeden Fall mega nett von euch, Leute. Macht es auf jeden Fall gerne noch weiter, wenn ihr darauf Lust habt und so. Und dann werde ich mir das auf jeden Fall in Zukunft mal weiterhin angucken. Aber es scheint gerade so auszusehen, als wäre der Brookhaven-Hasser nicht wirklich aktiv, was das hier angeht. Ich glaube, ich habe halt nicht viele Videos gemacht halt über den Brookhaven-Hasser. Und dann war er auch inaktiv. Wisst ihr, was ich meine? Also er hat auf jeden Fall dieses Update rausgehauen. Und er war vor 4 Tagen noch online. Aber warum das letzte Mal vor 4 Tagen? Versteht ihr, was ich meine? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Falls es auf jeden Fall irgendwo noch irgendwas gibt, was ich übersehen habe und ihr habt es irgendwie gefunden oder ich habe es irgendwie vergessen, weil ihr es schon in einem Kommentar geschrieben habt, dann schreibt es hier unter dieses Video nochmal. Und falls ihr natürlich im nächsten Video erwähnt werden wollt, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil da werde ich auf jeden Fall nochmal die Kommentare lesen und oh Gott, ich werde gerade von Zombies umgeschnetzelt. Okay, Leute, und da sind wir auf jeden Fall auch schon im Spiel und naja, ihr wisst ja wahrscheinlich einige Sachen, die hier auf jeden Fall ein bisschen normal sind, aber es gibt einige
einige Sachen, die habe ich euch ja beim letzten Mal gezeigt, die ein bisschen neuer sind hier. Und eine Sache kann ich euch zum Beispiel als Beispiel zeigen, weil hier bei der Grocery, also beim Einkaufsladen von Brookhaven, Leute, wenn wir da dahinter gehen, dann gibt es hier irgendwo, genau, hier einen Text an der Wand, wo drauf steht Agency. Und das ist zum Beispiel so eine kleine Sache, wo man sich gefragt hat, okay, wozu ist das Ganze gut? Und genauso wie ich, wusstet ihr auch nicht, wozu das gut ist und wisst es immer noch nicht und ich weiß es auch immer noch nicht. Aber was soll man denn da machen? Das ist auf jeden Fall nicht das, worum es heute geht, aber ich wollte das nur mal erwähnt haben. Also was ihr machen müsst, ist von hier vom Spawn aus in Richtung Flughafen laufen. Das ist nämlich hier, hier ist Brooks Dinner, ganz entspannt. Und hier müsst ihr einfach geradeaus laufen. Ihr wisst ja, hier rechts von uns ist der Flughafen. Das ist das, was ihr da hinten ganz leicht seht. Das hier mit dem Flugzeugsymbol auf jeden Fall. Und wenn ihr hier die ganze Zeit geradeaus lauft, dann werdet ihr gleich noch etwas ziemlich Interessantes sehen. Und zwar müssen wir bis zum verlassenen Haus laufen. Und dort sind einige Sachen anders. Das Ding ist, ich bin wirklich, glaube ich, erst einmal zum verlassenen Haus gelaufen. Und das war im Livestream, Leute. Wo wir den ersten Code daraus gefunden haben. Und das Ding ist, seitdem war ich auf jeden Fall nicht mehr, naja, bei diesem verlassenen Haus. Und irgendwann random, wurde mir sozusagen gesagt, dass es hier etwas gibt. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Noch nicht komplett, aber ein bisschen. Ich weiß noch nicht, um was es geht, aber ihr seht das hier. Also, hier ist das verlassene Haus und ihr seht, das ist auf jeden Fall nicht normal, weil ihr seht, hier ist, naja, ein bisschen was versperrt mit so Holzmauern oder Ziegelsteinen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Und hier ist ein Codefeld, wo ihr einen Code eingeben könnt, der unendlich lang ist und irgendwie kommt da immer, dass er falsch ist. Aber das ist noch nicht alles, weil ihr werdet wahrscheinlich fragen, so, hä, wie kommt man denn an diesen Code? Und das Ding ist, ich weiß es auch noch nicht, aber ich habe ein bisschen eine Ahnung, okay? Und das werde ich euch zeigen. Nämlich, wenn ihr hinter dieses Haus lauft, werdet ihr sehen, hier ist nichts, aber warte mal, was ist das hier? Und zwar gibt es hier hinten irgendwie so, naja, so vier Felder oder sowas, wo irgendwas ist. Hier ist zum Beispiel, wie ihr seht, ein Feld, wo man einen Code eingeben kann. Genauso wie hier auch. Ihr könnt ja auch irgendwas eingeben, aber egal, was ihr eingeben werdet, alles wird falsch sein, Leute. Das können wir auch mal testen. Zack, zack. Also ihr seht, alles ist falsch, egal, was wir eingeben. Und hier unten drunter haben wir auch einige, Emojis, wenn man das so sagen kann. Also ihr seht auf jeden Fall, da unten sind diese Emojis. Hier ist irgendwie ein Einkaufswagen, das irgendwie, keine Ahnung, auf die Grocery irgendwie zurückzuführen ist. Wie ihr seht, ist die Schule, glaube ich, oder das Rathaus. Da bin ich mir noch nicht sicher. Hier ist dann irgendwie ein Traktor. Keine Ahnung, was der zu bedeuten hat. Und hier ist ein Stecker. Also ein Stecker, was man einfach in eine Steckdose steckt. Leute, deshalb keine Ahnung. Hier kann man sich doch das Ganze noch ein bisschen denken. Mit Einkaufswagen, Grocery, okay. Schule oder Rathaus, irgendwas von diesen beiden auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist eher die Schule. Weil, wenn wir kurz gucken und auf Google gehen und Schule-Emoji suchen, dann werden wir auf jeden Fall, Emojis finden, die genauso ähnlich aussehen. Und hier haben wir sogar 1:1 das Emoji, was auch hier an der Wand benutzt wurde, Leute. Ich glaube, man erkennt auf jeden Fall eindeutig, dass das das gleiche Symbol sein soll. Und das Problem ist, ich weiß halt nicht, was befindet sich jetzt in der Schule, beziehungsweise in der Grocery oder beim Traktor. Keine Ahnung, vielleicht ist damit irgendwie die Scheune gemeint oder so. Oder vielleicht, na, ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was damit gemeint sein könnte. Die Scheune vielleicht. Aber hier, keine Ahnung. Und die Frage ist auch, warum ist dieses Keypad-Feld weiter weg von denen hier als die anderen? Also, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und wir werden jetzt erstmal zu Grocery gehen und gucken, ob es bei der Grocery irgendetwas gibt, Leute. Ich weiß, der Weg dauert immer Ewigkeiten. Deshalb ist es, glaube ich, am besten, sich einfach zurückzusetzen und sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Und das heißt, wir setzen uns einfach mal ganz kurz zurück. Zack, und jetzt sind wir wieder am Spawn. Und das heißt, wir können einfach mal ganz entspannt zu Grocery latschen und mal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder sowas. Ich bin mir zwar nicht ganz genau sicher. Hier ist ein Spieler, der heißt Hallo. Oh mein Gott, und der hat Mario-Klamotten an. Ey, wie cool. Du siehst fast so aus wie ich. Hallo. Ich schreibe einfach mal Hallo. Okay, alles klar. Hier sollte es irgendwas geben. Ich weiß doch nicht ganz genau, wo und was es hier irgendwo gibt, aber irgendwo sollte es irgendwas geben. Hier sind wir auf jeden Fall wieder falsch. Vielleicht hier oben? Kann das sein? Hier vielleicht? Ich sehe nicht so viel, weil mein Bildschirm ist relativ dunkel gerade, okay? Aber ich glaube, hier ist nichts. Da muss ich mal kurz hier rüber gucken. Es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas, Leute. Und hier sehe ich sowieso gar nichts. Ah, warte, hier gibt es ja noch was.
Aber hier ist alles dunkel. Oh mein Gott, ich bin in ein Loch gefallen. Sonst gibt es halt das hier, aber das hat doch nichts mit der Grocery zu tun. Obwohl, das ist der Grocery Parkplatz. Ah, ich weiß nicht. Aber selbst wenn es wirklich das hier bedeuten könnte, dass hier dieser Text steht, weil das sind ja die Texte, wo wir noch nichts wissen, was wir damit irgendwie machen können oder sowas. Selbst wenn, was soll mir das weiter sagen? Ich meine, wir haben ein Keypad. Also wir haben ein Feld, wo wir einen Code eingeben können und dann haben wir diesen Text. Aber wir können nur Zahlen eingeben und deshalb, keine Ahnung, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was man hier irgendwie machen sollte oder so. Falls ihr eine Idee habt, schreibt mir das Ganze einfach mal in die Kommentare. Und vor allem, ich denke, wir brauchen mehr als nur eine Zahl, vielleicht 4 Zahlen, aber das sind mehrere Buchstaben. Ich weiß es auch nicht. Hier haben wir nichts, oder? War hier nicht mal eine Zahl irgendwo? Oh, die gibt es gar nicht mehr. Oha. Das nächste, was wir hatten, ist hier hinten in der Schule. Wir hatten ein Schulemoji, beziehungsweise Rathaus. Ich weiß aber nicht, ob das Rathaus damit gemeint ist. Ich glaube, es ist eher die Schule, weil wir haben ja auch gegoogelt und das sah auf jeden Fall eindeutig aus nach Schulemoji. Okay, und deshalb gehen wir einfach mal hier rein. Und ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwas Neues dazugekommen ist. Ah, warte, hier. Das hier. Hier steht schon wieder ein Text. Und zwar Mayo. ... Und die Frage, die ich mir gerade eben stelle, ist: Könnte es echt sein, dass es etwas mit diesen Texten zu tun hat? Wenn ja, dann gibt es einen Text, den wir auf jeden Fall noch nicht gefunden haben. Also zu 100% noch nicht gefunden haben, weil wir da noch nicht hingelatscht sind. Und zwar bei der Scheune, falls dieser Traktor wirklich irgendwas mit dieser Scheune zu tun hat. Aber wir werden uns das Ganze einfach mal angucken, würde ich sagen. Das einzige Problem ist, wir haben hier keine Fahrzeuge oder irgendwas, um uns schneller zu bewegen. Wir können laufen, das gibt es ja mittlerweile hier auch. Aber wir können einfach mal dahin laufen, würde ich sagen. Ich meine, ich mache das ja gerne für euch. Und die Scheune sollte sowieso sofort hier sein. Wir sind jetzt hier unter der Brücke, oder? Richtig? Ah, ne, wir sind schon aus der Brücke raus. Hier kommt die Straße, genau. Und hier drüben sollte auf jeden Fall die Scheune sein. Hier ist auf jeden Fall, genau, hier ist dieser eine Stall. Also, ja, genau. Und hier irgendwo sollte jetzt eine Straße? Hä? Ah, hier. Okay, perfekt. Wir sind fast da, Leute. Hier ist die Scheune. Ah, da sehe ich sie auch schon. Hier ist die Scheune. Und hier sollte es dann nach der Logik ja auch irgendwas geben. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob es hier irgendwas gibt oder wo es hier irgendwas gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Also Leute, falls ihr irgendwas im Video seht, was ich nicht sehe, dann schreibt mir das Ganze einfach mal in die Kommentare, weil ich sehe hier absolut gar nichts. Vielleicht von außen irgendwo an irgendeiner Wand oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, vielleicht hier hinter? Nee, es sieht nicht danach aus, als wäre hier hinter irgendwo. Ah. Okay, und damit ist es, glaube ich, bestätigt, dass diese Texte, die wir gefunden haben, beziehungsweise wo wir uns gefragt haben in der letzten Folge, was wir damit anfangen können, dass die irgendwas hiermit zu tun haben. Nicht alle Texte, sondern nur besondere. Aber Leute, die Frage ist, wir haben jetzt das hier. Aber was bringt es uns? Wisst ihr, was ich meine? Wir haben diese Texte, aber wie schreibe ich diesen Text in dieses Keypad? Also in dieses Textfeld, in dieses Zahlenfeld, meine ich natürlich. Wie kann ich das da reinschreiben? Wir können da ja keine Texte eingeben, also keine Buchstaben. Wir können nur Zahlen da reinschreiben. Erstens das und zweitens, wo ist denn das letzte Rätsel? Also, ich meine, was ist dieser Netzwerkstecker? Und das ist auch der Grund, weshalb ich ja am Anfang des Videos schon gesagt habe, dass ich da vielleicht eure Hilfe brauche, wie eigentlich in jeder Folge, weil ich alleine ein bisschen zu dumm bin dafür. Und wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, dann werdet ihr sehen, Luis Roblox, okay? Und dann bin ich auf jeden Fall auf sein Profil gegangen und ihr seht hier vor einer Stunde online und ihr seht auch, dass er mich als Freund hinzufügen möchte, wie ganz viele andere Leute, weil viele Leute wissen nicht, ich habe über 10.000 Freundschaftsanfragen. Das heißt, ich kann hier die ganze Zeit runtergehen und klicken und irgendwie, keine Ahnung, das hört niemals auf. Und deshalb nehme ich auch keine Freundschaftsanfragen an übrigens. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, dann gucke ich mir das Ganze einfach mal an. Und hier hat er mir sogar ein Hangout gemacht, Leute. Da können wir auch nochmal ganz kurz reingehen. Das hier hat er irgendwie für mich gemacht. Mario Spielland und viele Sachen, Leute. Auf jeden Fall mega, mega cool. Dankeschön nochmal an dich, weil er hatte mir das Ganze geschrieben, dass er mir ein Hangout gemacht hat und deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen, dass das Ganze von ihm so kam. Ich habe ihn dann auch angeschrieben und habe ihn dann ein paar Dinge gefragt und so und dann hat er mir gesagt, er kann mir gerne Screenshots schicken, weil viele Leute sagen einfach irgendwelche Sachen und naja, man kann die halt nicht überprüfen und dann muss ich das halt so glauben und deshalb habe ich einfach mal gefragt, kannst du mir ein Bild davon schicken? Habe ich seine Freundschaftsanfrage angenommen und er meinte, okay, hier und habe ich geschrieben, kannst gerne senden. Und dann hat er mir dieses Bild hier gesendet und zwar, ihr seht, er hat am 23. Dezember 2022 um 15:18 Uhr geschrieben,
geschrieben, dieser Spieler ist sus. Das werdet ihr gleich verstehen, Leute, weil, keine Ahnung, er hat auch nämlich geschrieben, was, du hast es gesehen. Er hat es auf jeden Fall ein bisschen gesehen, er hat ein bisschen später geantwortet und danach hat er ein bisschen mehr geschrieben. Ich habe eine Frage, bist du ein Hacker und wie willst du Brookhaven zerstören? Und dann hat er später nochmal Hallo geschrieben, aber daraufhin kam keine Antwort, Leute. Er hat noch dazu geschrieben, das war der Titel von meinem Video und da habe ich geschrieben, hä, das ergibt keinen Sinn und da habe ich gefragt, YouTube-Video und dann meinte er so, ich weiß zu dem Ganzen, das ergibt keinen Sinn. Da habe ich gefragt, ob er mir das auch schicken kann. Er hat mir das zwar nicht geschickt, glaube ich, und er hat auf jeden Fall ein bisschen was geschrieben. Okay, hier sind wir auf jeden Fall beim Video von Luis und das Video heißt wirklich, dieser Spieler ist sus. Wenn wir ganz genau gucken, dann werdet ihr hier sehen, dass es auch die erste Nachricht ist, die, naja, er gesendet bekommen hat. So wie ich habe ja auch den Titel von meinem eigenen Video gesendet bekommen. Aber gut, wir schauen uns das Video einfach mal an und gucken, was es da an sich so gibt, Leute. Das heißt, wir drücken einfach mal Play und dann gucken wir uns einfach mal an, was das für ein Video ist. Deswegen solltest du niemals auf verdächtige Spieler gehen. Niemand mag Brookhaven. Okay, ja, genau. Er ist wohl genau. Der bekannteste. Und da seht ihr auch, er hat ihm auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage gesendet, wie es aussieht. Also ausstehend, steht ja hier oben. Und die wurde dann einfach nach dem Video angenommen. Das ist. Er hat ein Spiel erstellt. Das Spiel heißt Die Zerstörung von Brookhaven. Dieses ja. Spiel. Okay, das wissen wir auf jeden Fall. Schade, wir können hier mal. Ah, hier, okay, jetzt zeigt noch ein bisschen mehr. Ich habe im Spiel umgeguckt und habe sofort im Kino gesehen, an der Tür. Genau, stimmt. Hier war dieses Niemand mag Brookhaven geschrieben an der Tür vom Kino irgendwie. Könnt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, ob das immer noch da ist. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da Niemand mag Brookhaven dran stand. Unter der Feuerwehr war eine Tür. Warte mal, unter der Feuerwehr? Unter der Bank, glaube ich, ne? Wo über der Tür stand Texte auf der Map. Man konnte mal durch die Tür gehen. Mhm. Jetzt kommt man da nicht mehr durch. Jetzt muss man Texte sammeln, um durch die Tür zu kommen. Davor okay. Ja, genau. Das stimmt. Weil wir hatten ja hier diese komischen Buchstaben, die man hier sammeln musste mit diesem Keypad hier an der Seite, wo man den Code eingeben kann. Hier war ich aber auch schon lange nicht mehr drin. Bedeutet, ich habe keine Ahnung, dass das hier alles weg ist, aber scheinbar ist es so. Und warum hat er ein Schwert hier unten? Zahlen sammeln, den Pin, um den Pin einzuholen. Wenn man das geschafft hatte, konnte man durch die Tür. Aber man wurde sofort gekickt. Egal. Okay, man wurde nicht sofort gekickt. Ich glaube einfach nur, also ich weiß noch, dass ich in meinem Video, als ich zweimal durch die Tür gehen wollte, gekickt wurde. Ich ging weiter. Auf einmal entdeckte ich hinter einer Kasse ein Schild, wo drauf... Das ist mir immer noch ein Mysterium. Warum ist es da? Es ist noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht. Es gibt diese Texte, die überall verteilt sind. Und da steht zum Beispiel sowas wie das hier, wo ich mich frage so, hä? Stand, es ist noch nicht zu Ende. Das Schild machte mir ein bisschen Angst. Aber ich ging in die Schule. Verständlich. Unter der Schule entdeckte ich... Ah ja, genau. Das hier war auf jeden Fall das Erste, was ich jemals gesehen hatte. Und zwar diesen Raum hier in der Schule mit dieser riesengroßen Statue. Vergötterungsraum. So eine Art Bossraum, wo Niemand mag Brookhaven in riesig als Statue stand. Man konnte sich überall hinsetzen und ihn bewundern. Hinter der Statue von Niemand mag Brookhaven stand Auditorium. Ah ja, stimmt. Warte, und da war das zweite Secret. Das erinnert mich doch an was. Das Auditorium in der Schule? Sofort ging ich hin. Ich entdeckte die Leiter, die eigentlich zum Dach führt. Aber was war das? Man konnte nach unten? Das war aber nicht normal. Ich musste sofort runter. Unten war so eine Art Klassenraum. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Da war eine Tafel und da drauf stand, sie werden dich finden. Als ich das gesagt hatte, gab's einen Knall am Spawn. Ich rannte sofort hin und sah Niemand mag Brookhaven mit einem Schwert. Er schnetzelte alle Leute weg, die sich... Okay, aber das ist, glaube ich, ein Faker. Das erkennt man, weil alles klein geschrieben ist.
Niemand mag Brookhaven mit einem Schwert. Er schnetzelte alle Leute weg, die sich ihm in den Weg stellten. Okay, das Ganze ist ziemlich interessant, Leute, wie wir gesehen haben. Das Spiel hat einfach 9000 Besucher, wie krass. Aber Leute, ich verstehe das Ganze natürlich irgendwie nicht. Warum wurde er jetzt angeschrieben? Weil er dieses Video gemacht hat. Und das, was er ihm geschrieben hat, also der Brookhaven-Hasser, das war an sich ja einfach nur der Titel von seinem eigenen Video. Ich weiß nicht, ob er irgendwie damit sagen möchte, dass jetzt der gute alte Louis auch ein Fehler begangen hat, nur weil er irgendwie, naja, ich weiß nicht, dieses Video gemacht hat, genauso wie er es bei mir auch gemacht hat. Ich weiß nicht, Leute, schreibt mal eure Theorien dazu einfach mal in die Kommentare, das würde mich nämlich interessieren. Und auch Louis, wenn du irgendwas dazu sagen willst, du weißt Bescheid, schreib einfach mal irgendwas in die Kommentare. Jedenfalls, Leute, bevor wir das Video hier beenden, habe ich nochmal ein bisschen was hierzu zu sagen. Nämlich, ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir diese Keypads hier gefunden. Also hier ist ein Keypad und hier hinter sind dann vier weitere Keypads, die wir wahrscheinlich lösen müssen und wir halten dann irgendwas und das müssen wir dann wahrscheinlich da hinten eingeben. Genau, das haben auf jeden Fall viele Leute von euch vermutet und viele Leute haben halt diese Sachen gesagt, die hier mit dem Shopping-Cart, das ist auf jeden Fall der Einkaufsladen, Schule, Scheune und das hier wissen auch viele Leute nicht und das ist halt das Ding. Ich habe keine Ahnung. Leute, wir müssen immer noch rausfinden, was das hier ist. Selbst wenn wir das hier kennen, brauchen wir das hier auch und ich schätze mal, dass diese vier Dinge hier wichtig werden. Also das hier ist natürlich wichtig genug und dann brauchen wir das hier, um im Endeffekt den Code zu finden, der uns hier diese Tür öffnet, Leute. Und das ist halt das Ding, wir brauchen den auf jeden Fall und naja, und da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Naja, um ehrlich zu sein, ihr wisst ja, dass es, da hinten bei den Codes einige Symbole gab und ein Dings davon war auf jeden Fall hier, war die Grocery, nämlich so ein Einkaufswagen oder sowas in der Art. Und hier stand ja sozusagen ein Code und den werden wir uns jetzt einfach mal ganz entspannt aufschreiben, würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal so ein Notepad und wir schreiben da auf, einfach mal Agency. Wir schreiben doch auch nochmal dazu, hier Einkaufsladen und so, damit wir natürlich auch Bescheid wissen, was das Ganze hier ist. Und es gab da ja auch irgendwie so ein Emoji, wo ich gar nicht entziffern konnte, was das Ganze zu bedeuten hat und viele, viele eine Milliarde Leute von euch haben mir die Kommentare geschrieben, was das Ganze ist. Für mich ja cool, Dankeschön dafür und das werde ich auf jeden Fall gleich sagen. Wir müssen natürlich erstmal uns angucken hier, was das Ganze hier nochmal war, weil ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, welche Symbole wir alles hatten. Das muss ich mir natürlich erstmal aufschreiben, damit wir das Ganze erkunden können. Dazu müssen wir aber erstmal zum verlassenen Haus gehen, was wir hier hinten haben. Einen Moment, wir sollten gleich da sein. Hier ist das Ganze auch schon und ihr seht, hier ist ja dieses Nummernfeld und wenn man hier hinter geht, dann seht ihr gleich, zack, Moment, hier ist auch schon das mit dem Code. Hier, das hier ist Schule, oder war das das Rathaus? Ich glaube, das war die Schule. Und das heißt, das müssen wir jetzt auch mal kurz aufschreiben. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall erstmal die Schule, zu der wir hin müssen. Dann haben wir, das eine war die Scheune, glaube ich. Und das andere, dieser Stecker, Netzwerkstecker, keine Ahnung. Aber dazu kommen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal in die Schule gehen und das Ganze dort hinten angucken. Das geht, glaube ich, einfacher, wenn ich mich einfach resette, damit ich wieder am Spawn bin. Ich glaube, das ist das Einfachste, was ich machen kann. Okay, das heißt, auf geht's zur Schule und dann schreiben wir uns gleich nochmal diesen Code raus. Okay, da sind wir auf jeden Fall schon in der Schule. Hier steht auch schon Mario, Punkt, Punkt, Punkt. Und das werden wir uns ebenfalls einfach mal ganz entspannt aufschreiben. Nämlich hier bei Schule, Mario, Punkt, Punkt, Punkt. Und als nächstes müssen wir auf jeden Fall erstmal noch zur Scheune gehen, bevor wir das letzte lösen können. Und ich frage bestimmt so, hä? Mario, aber man kann keine Buchstaben dort eingeben. Und ja, Leute, man muss Ziffern eingeben. Aber ich werde euch gleich mal erklären, wie das Ganze funktioniert und warum ich da nicht am Anfang drauf gekommen bin. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich habe das erst, ich habe erst wieder dran gedacht, als mir das einige Leute gesagt haben. Weil, naja, ich weiß es nicht. Ich konnte mich nicht so ganz erinnern, was so in der Vergangenheit so passiert ist mit dem Niemand mag Brookhaven-Typen. Aber naja, seid einfach mal gespannt. Okay, hier war es, glaube ich, hier. Genau, wartet. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Das heißt, das müssen wir uns auch mal eben ganz kurz aufschreiben. Zack. Wir nehmen das Ganze hier. Wartet. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, und dann noch Netzstecker. Netzwerkstecker. Keine Ahnung, ihr wisst, was es ist, dieses Ding halt. Dazu habe ich jetzt einfach mal hier meinen Charakter wieder resettet. Und jetzt kommt das Ding nämlich, Leute. Weil ihr kennt ja von irgendeinem Update, was rauskam, diese Alien, dieses Alien-Update oder was auch immer. Ich weiß es nicht ganz genau. Und zwar war das Ding, dass es dort einen neuen Raum gab, der hinzugefügt wurde oder sowas in der Art. Und, dieser Raum ist damit gemeint, Leute. Und wer nicht weiß, welchen Raum ich ganz genau meine, das ist nämlich der Raum, der, naja, neben dem Strand ist, mehr oder weniger. Also, der einfach neben diesen Solarteilen ist, was es da hinten gibt. Also, hier sollte auf jeden Fall der Strand sein, der Lake Madison, genau. Ohne Wasser. Oha, oha, oha. Alles klar. Und hier hinten, wenn man da so ein bisschen weiter links läuft, genau hier, dann sollte hier irgendwann so ein kleines Haus auftauchen oder sowas. Ja, Moment, hier kommt erstmal eine Straße. Genau, und hier
Irgendwo, warte, ist es hier? Ja, hier, perfekt. Hier seht ihr auch schon dieses Kabel. Und das ist damit gemeint. So, Temperatur-Doppelpunkt, Zerstörung. Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall etwas, was es natürlich ziemlich nice gibt. Hier kann man, glaube ich, nichts drücken, oder? Ne, hier kann man absolut nichts drücken. Auch nicht der Lichtschalter, der funktioniert nicht. Temperatur, ja, genau. Zerstörung, okay. Und, ja, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Sachen, Leuten? Das fragt ihr euch auf jeden Fall zu Recht. Aber ich werde mich erstmal wieder resetten. Dann gucken wir uns erstmal an, was denn als nächstes hier so gibt. Also, als allererstes müssen wir uns natürlich darauf fokussieren, Liste hier zu nehmen und das hier oder das hier oder das hier oder das hier in Buchstaben zu, naja, formen. Und ich glaube, dieses Temperatur, das stand schon normalerweise da und ich glaube, dass dieser hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Ich glaube, es ist einfach nur diese Zerstörung, okay? Wir machen jetzt überall einfach mal ein Leerzeichen darunter, nämlich, könnt ihr verstehen, wenn ich sage, dass dieses A eine 1 ist? Genau, Leute, ihr seht nämlich richtig, wir müssen das Ganze jetzt alphabetisch machen, okay? Das heißt, G, also A ist zum Beispiel der erste Buchstabe im Alphabet, deshalb ist der die Zahl halt 1 und G ist dann A, B, C, D, E, F, G. Der siebte Buchstabe, das heißt, das ist auf jeden Fall 7. Okay, und dann kommen wir E, A, B, C, D, E, also A, B, C, D, E. Das ist der fünfte Buchstabe, perfekt. N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Das ist der 14. Buchstabe. Okay, Moment, ich mache da immer mein Leerzeichen dazwischen, damit ich ganz genau weiß, was ich da getan habe. A, B, C ist der dritte Buchstabe und Y ist fast einer der letzten. Ich habe mir dazu jetzt einfach mal ein kleines Bild herausgesucht, damit ich ganz genau ein bisschen das Ganze schneller machen kann. Also wir fangen an mit M natürlich hier beim zweiten. Beim zweiten Wort hier ist natürlich der Code schon fertig und beim zweiten dürfte das Ganze auf jeden Fall, warte, wir haben hier ein M und hier unten das M ist der 13. Buchstabe, dann haben wir ein A, das ist der erste, das wissen wir ganz genau, ohne nachzugucken, dann haben wir ein J, das ist der 10. Buchstabe und wir haben zwei O's, so, Punkte, glaube ich, die zählen nicht, weil die gibt es hier auf jeden Fall auch nicht. Okay, so genauso wie, das Fragezeichen hier hinter Agency auch. Okay, dann machen wir hier weiter mit der Scheune, also mit Wartet. Also das W ist auf jeden Fall der 23. Buchstabe. A ist 1. Also Leute, ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich werde es mal kurz machen und wir sehen uns gleich, wenn ich alle Codes habe. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt die Buchstaben in Ziffern umgewandelt, Leute. Also ihr seht hier, auf jeden Fall, der Code ist ziemlich, ziemlich lang, Leute. Aber Leute, damit haben wir es auch schon. Okay, Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall zum verlassenen Haus und uns anschauen, was es dort gibt, beziehungsweise die Codes einfach mal dort eingeben und gucken, was passiert, wenn wir diese Codes eingegeben haben. Ich bin jetzt auf jeden Fall ziemlich gespannt, weil, ja, keine Ahnung, wir haben gerade die Codes herausgefunden und sind auf jeden Fall ziemlich riesig, die Codes, die wir eingeben müssen, aber wir werden das auch schon schaffen. Okay, Leute, und damit sind wir auf jeden Fall auch schon bei den Codes und hier seht ihr auf jeden Fall die gewissen Symbole, die wir gerade eben auch gesehen hatten und wir müssen von denen jetzt einfach mal die Codes eingeben. Das heißt, wir haben hier natürlich unsere ganzen Codes stehen, die wir uns angucken können. Also ihr seht jetzt auch hier, welche Codes für was stehen und ich werde die ganz kurz mal eingeben. Der erste Code steht natürlich hier auch nochmal eingeblendet. Und zwar ist der 175143 und 25. Und dann korrekt. Dann haben wir hier 621. Okay, wir haben 621. Haben wir da bekommen. 621 und zwar in gelber Schrift. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber wir werden es einfach mal mit aufschreiben. Okay, hier haben wir dann den nächsten Code, den wir eingeben müssen, und zwar der von der Schule, dieses Mayo, was da stand. Und zwar ist es 13, 1, 10, 15 und nochmal 15 und zack, 8, 3 und zwar in blauer Schrift. Ich glaube echt, dass das was zu tun hat mit Farben. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was die Farben ganz genau irgendwie machen, aber ich schreibe mir die Farben lieber mal mit auf, damit wir die auch haben. Dann haben wir in der Scheune das Wartet und zwar 2, 3, 1, 1, 8, 2, 0, 5 und wieder 2, 0. Das wird auf jeden Fall funktionieren. 7, 5, 7, rot. 7, 5, 7, rot. Okay, alles klar. Und hier haben wir das letzte Ziffernfeld. Das war das längste Wort, und zwar Zerstörung. Und zwar 4 und 7. Let's go. Okay, okay, warte, warte. Blau, rot, gelb. Blau, rot, gelb. Blau, rot, gelb. Okay. Und jetzt? Was habe ich? Ich habe mir jetzt blau, rot, gelb aufgeschrieben. Also ihr seht, ich habe mir das einfach nur ganz schnell aufgeschrieben, damit ich es weiß. Also wir haben diesen Code bekommen. Und irgendwie, okay, ich verstehe. Blau, das ist halt das Erste. Das heißt, das Erste ist blau. Okay, warte, dann schreiben wir das hier auf. Das Erste ist blau, das heißt 8-3. Dann haben wir rot, das ist 7-5-7. Moment, das schreiben wir so. Und dann haben wir noch das Gelbe, und zwar 6-2-1. Perfekt, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden, Leute. Das heißt, Leute, wir können jetzt einfach ganz entspannt da an die Tür gehen und mal gucken, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze jetzt hiermit freischalten können. Also wir haben 8-3...
757 und 621. Let's go. Und oh mein Gott, was ist das hier, Leute? Okay, was steht hier? Mixmux Mix was hier. Okay, keine Ahnung, wer Mixmux Mix ist, aber der war scheinbar hier. Hier haben wir Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Geschafft oder nicht? Punkt, Punkt, Punkt. Oh, okay, Punkte, die sich so langsam hinzufügen. Keine Ahnung. Ein Code, der sich die ganze Zeit wechselt. Okay, keine Ahnung, was das irgendwie damit zu tun hat. Gibt es sonst noch irgendwas hier, der gar nichts macht? Okay, hier gibt es einen Knopf, da kann man draufdrücken, aber der macht gar nichts. Okay, gibt es sonst noch irgendwas hier? Hä, das war's? Aber hier muss es doch irgendwas noch geben, Leute. Weil ich meine, warum sollte man sonst hier rein? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Leute. Okay, Leute, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen umgeguckt und ich habe was Kleines gefunden. Und zwar hier an dieser Wand gibt es einen Knopf, der auch nichts macht. Doch, hä? Der hat das jetzt gestoppt, glaube ich. Ist das alles? Das kann doch nicht alles sein, Leute. Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Leute, ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe hierfür, weil ich habe keine Ahnung. Oh, die Tür ist wieder zu. Okay, Leute, falls ihr also eine Ahnung habt, wie es hier weitergehen könnte oder falls ihr irgendwas gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Ich glaube zwar nicht. Oder falls ihr wisst, dass es mit diesem komischen Knopf auf sich hat, mit diesem komischen Text. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich werde erstmal Cedric anrufen. Ja, wer geht dran? Hallo? Jo. Was? Cedric, komm, Brookhaven. Was, wieso? Jetzt komm, Brookhaven. Es ist wichtig. Warum soll ich Brookhaven kommen? Ich muss 2 Stunden losfliegen. Ich hab gleich einen Flug. Egal, komm, Brookhaven. Tschüss. Okay, Leute, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Cedric in Brookhaven online kommt. Oh, was ist denn? Alter, ich muss in 2 Stunden losfliegen. Ich hab echt nicht viel Zeit. Was willst du? Da bist du ja auf jeden Fall. Wir müssen heute etwas ganz Besonderes machen, ja? Weil ich muss heute ja noch ein Video aufnehmen. Und das Ding ist, es ist wichtig, okay? Weil was ich heute noch tun muss, ich muss heute noch 5 Stunden Flugzeug fliegen. Ja, wann kommt dein Flug eigentlich? Hast du gesagt, in 2 Stunden? Nein, um genau zu sein, jetzt eigentlich schon fast 1,5. 1 Stunde und 40 Minuten. Egal, Cedric, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig. Also, kennst du noch Niemand mag Brookhaven? Ja, natürlich kenne ich nur Niemand mag Brookhaven, Alter. Der Typ hat mich die ganze Zeit hier gefrontet. Ja, du musst dir vorstellen, er hat mir einfach eine Nachricht geschrieben. Achso, okay. Was? Nein, aber er hat mir auf jeden Fall eine Nachricht geschrieben und die Nachricht ist mega komisch. Soll ich die mal kurz vorlesen? Okay. Also, Cedric, ich habe auf jeden Fall eine Nachricht bekommen von Niemand mag Brookhaven und du weißt ja, gerade ist Roblox ein bisschen am Rumspinnen. Ja, ich konnte gestern auch wirklich gar nicht in Roblox rein. Ich habe nicht mal ein Video aufnehmen können gestern. Ja, genau, ich auch nicht, aber auf jeden Fall hat er mir einfach geschrieben. Was, warum? Ich habe keine Ahnung, aber er hat mir auf jeden Fall eine Einladung zu seinem Spiel geschickt und geschrieben Kino, Punkt, Punkt, Punkt. Sollen wir uns einfach den neuen Barbie-Film angucken? Oha, den neuen Barbie-Film. Okay, man, ich will auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Ach, ja, okay, aber wenn wir im Kino gucken sollten, Jason, sollten wir vielleicht erstmal in dem Kino hier gucken, weil ich meine, mir fällt jetzt gerade kein anderes Kino ein. Ich meine, gut, in Redav könnten wir jetzt auch ins Kino gehen, aber ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob das wirklich hier ist, weil der hat mir eine Einladung irgendwo geschickt, aber wir können uns gerne mal hier... Ja, der hat mir eine Einladung geschickt. Ich meine, ey, komm, Intercode? Hast du irgendeinen Code von dem bekommen oder so? Vielleicht oder Kino, aber man kann doch nicht hier irgendwie Kino. Kino? Nee, das funktioniert nicht. Nee, da ist wohl alles normal. Oh Mann, Alter. Okay, Cedric, sehr stark. Aber Jason, hier draußen ist auch nichts. Ich glaube, wir sollten trotzdem doch lieber... Ah, nein, ich bin runtergefallen. Okay, Cedric, alles klar, du bist ein Mega-Noob. Jedenfalls, wir machen das dann einfach so, dass ich auf den Link joine, den er mir geschickt hat und dieses Spiel beitrete und du mir einfach hinterherkommst, okay? Okay, gut, machen wir. Also Leute, hier seht ihr das alles auf jeden Fall und wenn ich da auf Besuchen klicke, sollte ich eigentlich in dieses Spiel reinkommen. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt im Spiel. Cedric, wo bist du? Ich bin auch gleich da. Upsala. Okay, alles klar. Ich komme angeschwommen. Alles ist noch. Okay, okay, alles klar. Ich habe kurz gedacht, ich bin im Fischmodus. Im Fischmodus? What the fish? Okay. Also wir sollen jetzt im Kino gucken, oder was? Genau, irgendwas in diese Richtung auf jeden Fall, weil er hat einfach nur geschrieben Kino, Punkt, Punkt, Punkt oder sowas. Okay, dann lass mal gucken. Boah, ich hab nicht Okay, Cedric, wo ist das Kino? Das Kino ist, komm, das weiß ich jetzt. Weil ich da gerade eben war, ist es hier in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. What? Hä? Wait. Warte mal, was? Jason, ist das normal? Ja, Cedric, wir waren gerade im Kino und da sah es definitiv in Brookhaven auch so aus. Ja, Cedric, ich weiß ist ganz nicht, wie normal. What the? Cedric, ich sag dir so viel. Hackt? Siehst du das? Sag mal, warum ist das jetzt eigentlich die ungarische Pizza?
Ich habe keine Ahnung, Cedric. Aber was ich hier sagen kann, ist, dass das alles auf jeden Fall nicht normal aussieht. Was? Okay, warte mal. Gibt's schon. Warte mal, Hack, gab's schon immer diesen Elektronik-Stab? Das wollte ich dich gerade auch fragen, weil das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht. Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Aber was ich dir sagen kann, ist, ich habe zwar keine Ahnung, was er damit gemeint hat, aber das sieht auf jeden Fall ganz gruselig aus irgendwie. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt auch. Irgendwie ist das ein bisschen creepy, Mann. Mhm, aber wo müssen wir denn. Guck mal, hier ist irgendein Pokémon oder sowas. Mit einer Pistole. Pokémon? Was? Was redest du? Hä? Was ist das? Hä? Was ist das hier, Cedric? Happy Burger? Irgendwas von einem Cartoon oder so? Ich weiß es nicht. Kann dir. Cedric! Oh mein was ist Gott, da? Alter, was ist da? Oh. Warte mal, warum kann ich hier sitzen? Ach so. Ja, oh, Leute. Kann man irgendwas machen? Ich weiß nicht, heute, aber. Leute, willkommen, liebe Schüler, heute zur Levitationsstunde. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr so viel Gewicht verliert, dass ihr einfach fliegen könnt. Oh Mann, Cedric. aber auf jeden Fall, das ist. Also, das mit diesem komischen. Was ist das denn eigentlich für so ein Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Hä, warte, Cedric. Das ist Kirby. Oh mein Gott, bist du ein Noob. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall nicht normal. Cedric? Wow. Cedric, okay, warte. Ich werde jetzt Escape drücken und ich werde gucken, ob das der echte ist oder ob das nur eine Statue ist, okay? Okay. Es ist der echte, Cedric. Es ist der echte. Oh mein Gott, nein. Es ist der allerechte Freund. Oh mein Gott, du hast recht. Ja, gut, ich bin sowieso schon drin. Ich glaube, der hat das letzte Mal auch gesagt, dass ich jetzt dran bin. Deswegen, ich glaube, das ist... Stimmt. Leute, falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt bei Cedric vorbei. Ich werde euch das einfach mal in der Beschreibung verlinken. Aber das war auch mega, mega krass. Wollen wir einfach mit dem reden oder? Ich werde einfach ihn filmen. Okay. Und ich bleibe einfach dahinter und... Ich interviewe das einfach so. Du kannst mit ihm reden und ich filme das Ganze und dann geht das alles auf YouTube. Okay, warte, soll ich dem einfach mal Hallo schreiben? Ich habe jetzt einfach mal Hi geschrieben. Ich weiß nicht, ob der antworten wird, weil... Er antwortet wo? Das Problem ist, ich glaube, der hat noch nie auf mein Hi oder so geantwortet. Doch, Hallo! Ja, doch, Hallo? Genau, er hat immer Hallo geschrieben. Hallo, doch, ich erinnere mich. Okay, okay, oh mein okay. Gott, ey. Der schönste Tag in meinem Leben. Hä? Was redet der? Hat er geheiratet? Oder was? Hast du Frau und Kinder bekommen? Roblox hat gestern nicht funktioniert. Also wow, als ob er das jetzt als den schönsten Tag seines Lebens... Mann, hat der ein trauriges Leben. Der hat echt ein trauriges Leben. Aber der mag auch keinen Roblox oder beziehungsweise keinen Brookhaven oder sowas. Aber wie kann man den Roblox so sehr hassen, dass man das den schlimmsten, den besten Tag seines Lebens nennt? Roblox hat heute immer noch Probleme. Alles das nur wegen alles mir? Nur wegen mir? Ja, als ob er... Aber, nein, das... Aber er lügt, Cedric. Also niemals. Warte. Niemals. Die Macht ist stark in dir, junger Padawan. Meine Macht ist stark, Cedric. Ich glaube, der denkt irgendwie zu viel. Ihr habt es mir zu verdanken, dass Brookhaven down war, Muha. Hä? Alter, warte, Jason. Also, Cedric, ich sag dir ehrlich, ich glaube nicht, dass das das war. Okay. Warte. Cedric, was schreibst du, Cedric? Oh, großer Meister Yoda. Oh mein Gott, Cedric. Du kannst dich noch ein bisschen... Ach, Mann, Cedric, hör auf, dass du... jedenfalls, ich glaube, wenn es kein Roblox gibt, dann gibt es auch kein Brookhaven. Ja, das stimmt. Kann ich bei dir eine Lehre geben? Cedric, du darfst nicht drohen. Cedric, der hat schon ziemlich schlimme Dinge. Der hat irgendwie auch mal, ich glaube, meinen Roblox gehackt oder so. Als ob der Roblox gehackt hat. Ja, das glaube ich aber auch nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall geschrieben, niemals hast du Roblox gehackt. Liegen nun in meinen Händen. Was redest du? Oha, Cedric, also der übertreibt. Papa ist Roblox. Cedric, du kannst nicht so trollen. Cedric, also das Ding ist, den muss man schon ein bisschen ernst nehmen, ja, weil der hat auch schon mal meinen Roblox-Account mitten in einem Livestream gehackt. Das war auch nicht cool. Ja, ja, Cedric, ihr jetzt zweifelt an meiner Macht. Hä? Ja. Was? Nur so ein bisschen? Oh mein Gott. Ey, Cedric, wir provozieren gerade viel zu heftig. Also wirklich, er schreibt, das solltet ihr nicht tun. Okay. Warte. Cedric, aber ich finde das wirklich ganz komisch mit diesem Smiley auch dahinter, diesen... Aber Meister Yoda... Cedric, hör auf zu provozieren! Oh mein Gott. Cedric, das wird nicht gut enden. Ach. Was denn? Oh mein Gott. Könnte ich dann das hier... Ja, was denn? Was genau kannst du... Hä? Was? Um alles in der Welt ist gerade passiert. Jason? Cedric, du lagst. Ey, ich hör dich nicht richtig. Alles... Cedric, du lagst. Hallo, Cedric. Cedric? Ich glaube, Cedric ist einfach für... Oh nein, Cedric ist nicht mehr da. Und er schreibt Muhahaha. Was hast du getan? Diesen Sadie, ich mag ihn nicht. Hä, aber wieso?
Oh mein Gott. Leute, ich glaube, Sadie hat sich ein bisschen da zu viel mit dem Pfeilchen eingelegt. Ich habe ihn gebannt. Okay, ich habe jetzt geschrieben, kannst du ihn entbannen, bitte? Er hat es nicht so gemeint, weil ihr wisst, wie Cedric ist, Leute. Also Cedric hat das doch bestimmt nicht so gemeint. Also eigentlich doch, aber warte mal, Cedric ruft mich an. Hallo, Cedric? Ey, also Jason, mein PC hat sich einfach runtergefahren. Einfach so? Was, dein PC hat sich heruntergefahren? Ja, auf einmal ist Roblox ausgegangen, dann ist Discord ausgegangen und alles ist ausgegangen. Mein ganzer PC ist runtergefahren. Also warte, dein ganzer PC ist aus, Roblox ist aus und dein Internet ist... Ich hab den gerade neu gestartet. Also es scheint zu funktionieren, scheint reinzukommen, aber... Was ist passiert? Okay, Leute, ich hoffe, Cedric kommt gleich wieder. Also er sollte auf jeden Fall gleich wieder da sein. Aber einfach, sein ganzer PC ist einfach heruntergefahren. Ich habe jetzt doch geschrieben, was hast du mit Cedrics PC gemacht? Keine Ahnung, mal gucken, was da auf jeden Fall bei rauskommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt, Cedric. Oh mein Gott. Okay. Ich bin wieder da. Geht wieder alles. Okay, bist du auch im Spiel? What? Ja, ich bin gerade gejoint. Warte, ich komme wieder zurück. Ich hab doch gesagt, du sollst es am besten nicht provozieren, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen... Oh Mann, ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Master Windu. Cedric! Du kannst... Okay. Oh mein Gott, Cedric, was machst du? Cedric, der wird dich sowas von nicht ernst nehmen. Oh mein Gott. Was? Aber wir nehmen ihn auch gerade nicht ernst. Oh Mann, ja, irgendwie, ich keine Ahnung. Ich warte mal, ich will gerade wirklich wissen. Hey, das was kann aber auch einfach... Was? Okay. Das wäre jetzt wirklich ein krasser Zufall, wenn das jetzt einfach so passiert wäre. Ich meine, habe ich ihn irgendwie beleidigt? Oder? Also ja, du hast ihn beleidigt. Oh mein Gott, Cedric. Cedric. Ich dachte, du wärst Star Wars Fan. Oh mein Gott. Cedric, provozierst du jetzt echt noch weit? Oh mein Gott. Cedric, du willst es echt provozieren. Du willst echt noch ein zweites Mal von ihnen. Will ich? Ey, guck. Bin ich auch Brookhaven-Fan? Vielleicht ist er auch Brookhaven-Fan? Nein. Okay, nein. Ich glaube, er ist okay. Kein Brookhaven-Fan. Die Antwort kam richtig schnell. Das war die schnellste Antwort, die wir jemals bekommen haben. Ihr habt 48 Stunden Zeit, um euch bei mir zu entschuldigen. Was? Hä? Entschuldigen? Wofür? Ich hab mich doch gerade entschuldigt. Wofür? Warte, wir fragen einfach mal, wofür? Weil ich habe echt keine Ahnung. Hä? Aber, ja warte, aber warum soll ich mich bei ihm entschuldigen? Ich hab dich... Oh, keine Ahnung, weiß ich eigentlich auch nicht. Oh, aha. Für eure Videos. Wir haben beide Videos über den gemacht, Cedric. Jason hat viel... Nein, ey! Nein, warte. Aber Cedric hat dich als Meister Yoda beleidigt, ja? Also das ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich auf jeden Fall... Ich habe ihn nie beleidigt, okay? Ich glaube, der... Achso, ihre Videos, unsere Videos über ihn, aber okay. Meister Yoda ist keine Beleidigung. Cedric, er kennt Star Wars. Er weiß, wer Meister Yoda ist. Cedric. Aber Meister Yoda ist auch schlau. Der ist einer der... Der ist der letzte Überlebende. Oh, ja, wobei ist das ein Spoiler? Ach komm, Star Wars ist seit 20 Jahren raus. Oh mein Gott, Cedric hat Star Wars gespoilert. Leute, Alter, oh Mann, ich mag sie nicht. Unsere Videos... Wen mag er nicht? Achso, ja, entschuldigt euch beide für die Videos, die ihr über mich gemacht habt. Hä? Okay. Warte. Tut mir leid. Hey, Cedric, das klingt so, als würden wir es gar nicht ernst meinen. In einem kurzen YouTube-Video. Als ob er will, dass wir jetzt ein YouTube-Video machen, wo wir uns entschuldigen. Wir sollen ein YouTube-Video darüber machen. Moment, hä? Wir sollen ein YouTube-Video darüber machen, obwohl er sich darüber beschwert, dass wir YouTube-Videos über ihn machen. Ja, stimmt. Viel Erfolg dabei. Ja, das war's. Ja. Lol. Ja. Was? Hä? What in the name of God? Okay. Okay, warte. Wir müssen irgendwie gucken, was hat er denn geschrieben? Ich habe nämlich irgendwie im Kopf, ihr habt 48 Stunden Zeit. Wir haben 48 Stunden Zeit, jetzt dieses Video zu machen. Okay, Cedric, wir sind wieder im normalen Brookhaven. Das Problem ist, was ich mir gerade eben gedacht habe, als wir ins normale Brookhaven gegangen sind. Er hasst das normale Brookhaven, glaubst du nicht? Er wird irgendwie... Und dann stellen wir es einfach neben den brennenden Grocery, würde ich sagen. Und dann machen wir da einfach dieses kurze Genau. Lass doch kurz irgendwie so ein Skin reinmachen mit so Masken und so. Ich finde das ganz gut eigentlich. Das macht voll Spaß. Okay, ich würde sagen, du stellst dich einfach hinter mich. Genau, wir entschuldigen uns einfach beide dafür. Okay, Leute, wir haben jetzt ein bisschen warten müssen. Wie lange haben wir jetzt gewartet? 30 Minuten oder so? Ja, irgendwie 20, 30 Minuten oder so. Und wir müssen uns beeilen, Jason. Mein Flug geht gleich. Cedric, dein Flug geht einfach gleich. In wie viel? Ja. In einer Stunde irgendwas? In 40 Minuten. In 40 Minuten? Okay. Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber er hat auf jeden Fall geantwortet. Er hat nämlich einfach eine Nachricht geschrieben mit Schule, .. Wieder in seinem Spiel oder was? Ich weiß es nicht, aber ich denke wahrscheinlich schon. Weil, naja. Okay. Aber wir werden einfach mal nachschauen. Okay, und dann gucken wir uns das Ganze einfach an. Wir müssen jetzt mit ihm reden, aber wir dürfen nicht auffällig sein, ja? Cedric, du schreibst ihm nichts mit Meister Yoda, okay? Okay, ich habe nichts mit Meister Yoda. Okay, let's go. Okay, da sind wir auf jeden Fall jetzt wieder in diesem komischen Spiel. Oh mein Gott, sieht direkt viel düsterer aus, Cedric. Nein, dieses Spiel ist voll gut. Ja, gut, mega gut. Aber Cedric, wir nehmen gerade wieder... Gut.
Wir nehmen gerade kein Video auf, Cedric. Wir haben ihm das schon geschickt und er hat schon drauf reagiert. Ja, okay, aber vielleicht kann er sich ja auch in unsere Mikrofone hacken oder so ein Kram. Irgendwie, wer weiß. Ja, niemand mag Brookhaven, der allerbeste. Joint alle diesem Team. Genau. Nein, mach das nicht. Nein. Warte, er hat geschrieben, Schule. Cedric, du weißt aber, dass die Schule wo ist? Mann, Jason, ich bin vielleicht blöd, aber auch nicht blöd. Okay, Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber er ist auf jeden Fall hier. Cedric, hast du jetzt einfach Moin geschrieben? Ja. Meister. Cedric! Doch einfach auch. Ich hab versprochen, ich sag nichts mit Yoda. Und wenn er den cooler findet, ich meine, wer ist denn der coolste Charakter aus Darth Vader? Wie ich sehe, seid ihr zur Vernunft gekommen. Okay, Cedric, ich glaube, er kauft es echt ab, Cedric. Darth Vader kauft es uns ab, okay. Nur der blinzelt. Ah, das sieht ja voll creepy aus. Hä? Blinzel ich auch? Nö, ich blinzel nicht. Aber du blinzelst nicht. Aber warum hat er so ein Alien gesehen? Oh. Oha. Oh, Cedric, wir haben es geschafft, Cedric. Wir haben ihn einfach rausgetrickst. Oh mein Gott, wir sind die allerbesten. Werdet nun von mir aufgewertet. Warte, was bedeutet... Hä, Cedric, bei mir steht Administrator. Click for Commands. Was? Warte, was kann man hier alles machen? Oh mein Gott, wir sind jetzt die ersten Schergen, das niemand mag, okay? Alter, das ist ja aber voll lustig. Ich vertraue, ich mache keine Fehler. Warte, was können wir denn machen? Wait. Können wir fliegen? Warte, wie kann man denn fly? Fly und dann Benutzer. Cedric? Oh, ja, wie hast du das jetzt gemacht? Doppelpunkt fly und dann Cedric Crew musst du machen. Lol. Cedric, wir können jetzt einfach fliegen. Und weißt du, was wir auch können? Ich habe gerade geguckt. Guck mal, hast du auf Commands gerade geklickt? Ja, da ist eine komplette Liste mit allem Möglichen. Ja, weißt du, was da steht? Unter anderem nämlich Bun und Unadmin. Oh mein Gott, wollen wir... Meinst du? Oh mein Gott, Cedric, nein, das können wir nicht machen, oder? Das ist doch das Ziel. Digga, der Game... Also, ich meine, guck mal, wenn wir den jetzt noch länger hier in seinem Spiel drin lassen, ja? Mhm. Dann sorgen wir auch dafür, da sind wir ja mitverantwortlich dafür... Dass der irgendeinen Blödsinn hier macht in Brookhaven, oder? Okay, ich verstehe schon. Also, er hat auf jeden Fall geschrieben, ich vertraue euch, macht keine Fehler. Aber, warte mal, irgendwie finde ich das trotzdem ein bisschen suspekt, dass er immer noch da steht. Sobald er dieses Video hier sieht, wird er ja merken, dass wir nicht auf seiner Seite sind. Das heißt, es will, also... Okay, wir haben... Ja, stimmt, du hast recht. Wir haben gar keine andere Wahl. Sollen wir jetzt einfach bannen? Ich bin bereit. Bist du bereit? 3, 2, 1, los! Los! Cedric? Ich wusste, ich würde das ausnutzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat das so schnell geschrieben, ich glaube, er hat das echt erwartet. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Oh mein Gott. Vor allem er ist... Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Er hat uns getestet. Nein! Es war nicht so gemeint. Cedric, jetzt. Okay, jetzt haben wir... Entschuldigung, war nicht ernst gemeint. Aber so, Meister Yoda... Cedric! Du kannst nicht Meister... Oh, ich kann nicht mehr fliegen. Du bist kein Atmen mehr? Oh, du bist ja ein Lappen. Aber ihr werdet es noch bereuen, das getan zu haben. Warum sollen wir das denn bereuen? Aber warte, es... Ich meine, weißt du, was ich sage? Es war ein Test. Cedric, glaubst du... Dann glaubst du das, oder? Es war ein Test. Ja. Es war nur ein Test. Bitte glaub uns das doch. Safe. Wir werden noch sehen, was passiert. Warum sollen wir denn sehen, was... Oh mein Gott. Cedric, bist du weg? Verschwindet? Nein. Oh nee, alles gut. Also mein PC scheint nicht abzuspielen. Du wurdest von einem Admin gebannt. Oh mein Gott. Gebannt sogar? Ich wurde gebannt. Jetzt gar nicht mehr auf den Server. Ich weiß es nicht, Cedric. Okay, Cedric, das war auf jeden Fall relativ gruselig und ich weiß echt nicht, was passiert ist, aber wir wurden jetzt endlich einfach gebannt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Unbedingt einen Daumen nach oben, dann habt ihr jetzt den Kanal, um keine weiteren von meinen zu verpassen. Aktiviert doch gerne die Glocke, um dann benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Schaut doch gerne bei Cedric vorbei, dort haben wir auch fresh Videos gedreht. Was geht ab, Cedric? Was geht ab? Ansonsten schaut in meiner Roblox-Gruppe vorbei für diesen freshen Merch und schaut doch gerne in der Videobeschreibung vorbei, um meinem Discord-Server zu joinen. Und ansonsten würde ich sagen, das ist das Video. Haut rein und ciao!